herzlich willkommen im Phantasialand. Mein Name ist Daria. Und ich bin Sebastian und wir begrüßen euch recht herzlich zu einem ganz besonderen Event, nämlich zur Premiere der neuen einzigartigen Themenwelt Klugheim hier im Phantasialand. Während die ersten Gäste noch draußen warten, sind wir schon mittendrin, mitten in Klugheim und es ist doch echt der Hammer, oder? Das ist der Wahnsinn, sieht alles ganz fantastisch aus. Wir zeigen euch, was es hier alles zu entdecken gibt. Unter anderem zwei Achterbahnen, die Rekorde brechen. Es gibt etwas zu gewinnen und spannende Talks rund um Klugheim. Ja, und wie es sich für einen Erlebnispark gehört, werden wir die exklusiven Achterbahnen natürlich auch erleben und zeigen erstmals die spektakulären On-Ride-Bilder der Rollercoaster. Dies und vieles mehr gleich bei uns. Jetzt zeigen wir aber erst einmal, wie Klugheim in rund 2 Jahren entstanden ist. Oktober 2015. Vor Sonnenaufgang werden für die zukünftige neue Themenwelt die ersten Fundamente ausgehoben. Hier thronen schon sehr bald massive Stützen und imposante Bauwerke von Klugheim. Kurze Zeit später. Die ersten Wände und Decken sind bereits verschalt und betoniert. Es lässt sich jetzt schon erahnen, wie verschlungen Taron und Reik hier eines Tages durchrauschen werden. Damit dabei das bestmögliche Fahrgefühl erreicht wird, müssen alle Schienenstöße des Multi-Launch-Coasters Taron auf 0,2 mm genau vermessen werden. Mein Name ist Nicole Fitz und ich komme aus München. Ich arbeite für ein privates Ingenieurbüro für Vermessung. Ich denke mal, das war auch für die Konstrukteure hier sehr herausfordernd. Das ist eng an eng und viele Stützen für 2 Schienen. Das ist auch nicht so oft. Meistens hat jede Schiene seine eigene Stütze. Hier wird natürlich aufeinander aufgebaut. Ich check den anderen. Okay. Ja, noch 4 mm, dann würde ich es akzeptieren. Parallel zu den Vermessungen wird an anderer Stelle der nächste Meilenstein vollbracht. Der Schienenschluss von Taron. Hans-Heinrich Oberquell, Projektleiter Klugheim, ist erleichtert. Also ein Schienenschluss ist natürlich immer was Besonderes. Wenn man dann auch sieht, dass alles zusammenpasst und gerade das letzte Stück ist ja immer ein bisschen spannend. Aber am Ende ist es auch nur ein Stahlbauteil, was zusammengehört und zusammenfinden muss. Und die Zweifel, dass es nicht passt, waren schon recht gering. Und das zu Recht. Denn auch die letzte Schiene passt wie berechnet perfekt an ihren Platz. Januar 2016. Während die Bauarbeiten den ganzen Winter hindurch unbeirrt voranschreiten, trifft vor den Toren Klugheims bereits Tarons erster Zug ein. Eine elektrisierende Anspannung liegt in der Luft. Dann ist es soweit. Der erste von 16 Wagen wird in den Himmel über Klugheim gehievt. Die Anspannung aller Beteiligten ist förmlich greifbar. Wird alles genauso funktionieren wie geplant? Jetzt! Aufatmen. Taron legt seinen ersten Zentimeter auf dem Gleis in der Wartungshalle zurück. Mittlerweile steht auch das Layout von Reik kurz vor dem Abschluss. Der Schienenschluss des Family Boomerangs ist nur noch eine Frage von Millimetern. Peter Bart ist mein Name. Mein Betrieb heißt Bergen, Schleppen, Heben, BSH. Also, wie man hier im Rheinland sagt, hier ist es so eng, hier kriegst du die Katze Arsch das Jauen. Hier ist es wirklich eng. Wir müssen koordinieren mit 3, 4 anderen Firmen, mit Kranen. Wir müssen durch ein Haus bauen, wir müssen Anhäuser bauen, wir müssen durch Schluchten bauen. Und hier kommt es wirklich auf jeden Millimeter an. Aber es hat auf den Millimeter gepasst und das ist schön, wenn es passt. Sagen wir so, einfach kann jeder. Und Herausforderungen, die bringen mich hervor, die fordern einen und das ist das Schöne. Es galt, viele Hindernisse zu überwinden. Doch am Ende steht auch hier der vollständige Streckenverlauf nach Plan. April 2016. Es ist soweit. Reik schwebt behutsam durch die Nacht gen Bahnhof. 10 Wagen werden nacheinander auf die Schiene gesetzt und montiert. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages ist Reik komplett zusammengesetzt. Juni 2016. Die Eröffnung der neuen Themenwelt steht unmittelbar bevor. Quirin Hensberg und sein Team sind hauptverantwortlich für Klugheims Dächer. Ursprüngliche Handwerkskunst war stets die Prämisse. Ganz besonders knifflig,
das Haus über Tarons Anstellgang. Das Holzhaus mit seinen 470 Teilen war schon eine Kunst, das zusammenzusetzen. Es ist wie ein Puzzle, was dann voll fertig ist mit den Verzapfungen, die Löcher da reinbohren und alles mit Holznägeln. Es ist schon eine Kunst gewesen, die Sachen dann eben zusammenzustellen. Das Projekt Klugheim ist persönlich für mich eines der schönsten Sachen, die ich erstellt habe, weil es ist einmalig, man findet es nicht mehr so schnell wieder. Man wird die Chance nicht bekommen, das nochmal sowas zu erstellen. Neben den Tischlern haben alle Gewerke in der einzigartigen Themenwelt Außergewöhnliches vollbracht. Heute lädt Klugheim seine Besucher ein, um sich vollständig in der detailverliebten Welt zu verlieren. Ja, und auch ich habe mich nicht nur verloren in diese Welt, ich habe mich direkt verliebt. Und dafür verantwortlich ist Annette Pieck, Projektleiterin. Hallo Annette, schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich. Annette, ich habe direkt für unsere Zuschauer gute Nachrichten, denn es gibt etwas zu gewinnen. Besucht einfach die Facebook-, Twitter- und Instagram-Seite von Phantasialand und schickt uns euer Achterbahngesicht. Was es zu gewinnen gibt, verraten wir dann später. Annette, du bist Projektleiterin, wie gerade gesagt. Was muss man sich unter der Projektleitung vorstellen? Wie sieht dein Job aus? Also mein Job zum Beispiel beim Klugheim-Projekt war jetzt einfach Thematisierung und Ausstattung. Das heißt, aus dem, was gebraucht wird, Fundamente, Gebäude, Beton, irgendwas nachher was Schönes draus zu machen oder beziehungsweise eine Themenwelt zu kreieren. Und was Schönes draus gemacht habt ihr ja. Heute jede Premiere, ganz, ganz toll, wenn man hier mal rausschaut. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Klugheim zu erschaffen, das war Millimeterarbeit. Wo lang da auch die Herausforderung? Ja, es ist ja eine komplette, wir stehen ja 3D im Kompletten mit drin und so ist es auch gebaut worden. Die Achterbahn ist an einer Stelle produziert worden. Gleichzeitig haben wir aber angefangen, hier die Welt entstehen zu lassen. Und das fügt man an einer Stelle zusammen. Wir haben irgendwann angefangen, zum bestimmten Zeitpunkt halt Felsen zu bauen. Und die Felsen sind gewachsen, dann muss man später alles zusammenfügen. Am Ende sollte es dann auch so passen, dass man nicht wie bei einer Brücke halt am Ende zwei Stellen hat, die nicht zusammenpassen. Und es hat ja alles gepasst. Wie muss man, du hast es gerade gesagt, wie muss man sich das vorstellen? Sitzt man dann am Computer anfangs, erschafft diese Welt am PC oder wie ist das? Also die Ursprungsidee entsteht, ich glaube, ganz simpel auf einem Zeichenbrett, natürlich digital gezeichnet. Heutzutage macht das, wir arbeiten auch mit Handzeichnungen mit dabei. Es steht, wir nennen es Visual, es ist ein erster Überblick oder eine Impression von dem, was es sein könnte. Meistens ist das so eine Vogelperspektive, wo man schon mal so ein bisschen was erkennen kann. Und dann entsteht es so langsam zusammen, wird es dann einfach immer mehr. Es entsteht immer mehr, am Anfang aus der Vogelperspektive, da möchte ich doch nochmal nachfragen. Hat man anfangs auch so ein Bild, wie man sich das hier alles vorstellt? Wird dieses Bild dann auch erfüllt? Also wir haben da auch mal ein paar Bilder und dazu kannst du ja gerne mal kommentieren. Also wie ist das? Gucken wir mal. Ja. Also was sehen wir jetzt da? Also ist das tatsächlich, was für ein Bild hat man anfangs und ist das alles erfüllt worden? Also wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, dann sind sie definitiv erfüllt worden. Wir arbeiten natürlich nicht nur mit Zeichnungen oder mit diesen Konzeptzeichnungen, die wir haben, sondern in dem Fall haben wir halt auch mit Modellen gearbeitet, mit mehreren Modellen im Maßstab. Zum Beispiel, die sind jetzt im Maßstab 1:50 gewesen. Das heißt, ein Zentimeter im Modell sind 50 Zentimeter in Realität. Und dann sieht man das schon ganz genau. Wir haben die stehen und dann kann man drum rumlaufen. Man kann sich auch davor knien und unten mal reingucken. Dann entsteht so eine Welt. Aber es ist, glaube ich, noch mal was anderes. Und gerade wenn ich mir die Bilder so angucke, es fertig zu sehen und wie gut wir es geschafft haben, ich bin eigentlich so ein bisschen, ich bin sehr stolz. Bist sehr stolz, das merke ich gerade auch, deine Augen funkeln. Was macht dich besonders auch so stolz? Ich sehe tatsächlich, du hast auch leicht Tränen sogar in den Augen. Aber so ist es. Es ist eine extrem emotionale Sache. Es ist eine sehr leidenschaftliche Sache. Es geht ja auch über zwei Jahre. Und man steckt ja sehr viel Energie auch in so ein Projekt mit rein. Und es gibt viele tolle Sachen und Sachen, die man sich ausdenkt, wenn die auf einmal real werden und man fängt an, sie zu bauen. Und dann sieht man auch, wenn man sich die Felsen anguckt. Ja, das ist was anderes, wenn man sich in einem Modell anguckt. Dann sind die so hoch. Und wenn man sie sich dann wirklich Wirklichkeit angucken, sie sind 20 Meter hoch und man steht drin und guckt hoch und sagt, das ist schon eine Kopie und eine sehr echte Kopie der Natur. Und dann ist das, da kann man auch stolz drauf sein, auch auf die Leute, die einen begleiten und die das einfach mit wahr werden lassen. Ich mache das ja nicht selber. Mit vielen anderen? Wie viele waren die im Team? Es sind mehrere Teams mal dabei. Wir haben zum einen die Jungs, die Felsen bauen. Dann haben wir die Gruppe, die Dekorationsbauten macht. Wir haben ja auch mit einem traditionellen Handwerk angefangen. Also irgendwann war auch ein Zimmermann da und hat Holzbauten mitgemacht. Die haben natürlich heute gebaut und die sehen auch nicht so aus, als wären sie schon viele, viele Jahre alt. Das heißt, da muss man was dran tun, dass die dann auch nachher so aussehen, als würden sie schon
immer da stehen. Dann gibt es einen riesen Trupp an Malern, die auch aus einer neuen Oberfläche dann halt auch was Altes rausmachen. Das ist also eine riesen Gruppe an Leuten, teilweise über 100. Über 100 Menschen, wie wichtig ist da auch dieses Zusammenspiel? Wie funktioniert das untereinander auch? Läuft das immer freundschaftlich ab? Wie ist das? Oder gibt es dann auch mal einen raueren Ton? Wie ist das? Ich glaube, das ist wie auf jeder Baustelle. Es ist ja letztendlich eine Baustelle. Manchmal ist es so und jeder guckt natürlich oder sollte auch seinen Bereich gucken, dass er seine Arbeit da entsprechend machen kann. Ich habe aber hier immer so ein bisschen das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Gerade wenn es auch über so einen langen Zeitraum geht, ist es schon freundschaftlich. Und wenn man anderthalb Jahre oder zwei Jahre zusammen arbeitet, da man kennt man sich einfach. Man ist einfach 8 Stunden am Tag zusammen und dann, ja, dann fällt auch schon mal ein raueres Wort, aber das gehört dazu und ja, aber im Allgemeinen ist auch schon so ein bisschen, es nützt einem ja nicht, wenn ich auf meiner Arbeit beharre und sage, ich mache jetzt meines und sage, 5 andere können nicht weiterarbeiten, die kommen dann nicht weiter. Also arrangiert man sich und dann steckt halt einer schon mal zurück. Am Ende ist es immer ein Kompromiss, sodass alle dann zusammenkommen. Gerade gab es leichte Freudentränchen schon. Fast 2 Jahre wurde hier hart gearbeitet. Jetzt die Premiere heute. Wie aufgeregt bist du? Ganz ziemlich, ehrlich. Ganz, eigentlich sehr, total. Das ist immer der aufregendste Moment, weil ja, für mich ist das schon normal. Ich gucke mir das ja jeden Tag an und ich will nicht sagen, ich lebe da drin, aber ich entdecke auch jeden Tag noch immer was Neues. Aber jetzt, wenn Menschen jetzt reinkommen, die das noch nicht gesehen haben, und ja, das ist, es steckt ja schon so ein bisschen von einem was mit drin, nach 2 Jahren ist das halt einfach so. Und wenn jetzt jemand da reinkommt und sieht das und ich hoffe, der ist da genauso begeistert oder fasziniert davon, wie wir davon sind. Ich merke deine Begeisterung, das geht unter die Haut. Wunderbar. Annette, also wir sind schon ganz, ganz glücklich über Klugheim. Das sieht wunderbar aus, das ist ganz toll. Wie gefällt es denn unseren Gästen? Meine Kollegin Daria hat die ersten Reaktionen. Ja, ich stehe hier mitten auf dem Dorfplatz. Wie man sieht, bin ich nicht alleine. Es sind schon reichlich Besucher eingetrudelt und dann gehen wir mal ein bisschen näher ran, oder? Hallöchen, oh, hi. Hallo. Kurze Frage. Klugheim, wie gefällt es dir? Ich bin beeindruckt. Ich bin absolut geflasht. Ich bin beeindruckt. Also die Erwartungshaltung war sehr, 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 sehr hoch und sie ist noch mal x-mal übertroffen worden. Also es ist fantastisch, was ich bis jetzt sehe. Die ganze Thematisierung und auch das, was man jetzt schon von den beiden Bahnen gesehen hat, das lässt hoffen auf das, was gleich kommen wird. Auf jeden Fall, so sehe ich das auch. Und findest du auch gerade so ein bisschen die Details? Was sagst du dazu? Ja, diese ganzen Details und vor allen Dingen auch die Akteure, die jetzt hier schon rumlaufen, die ihren Teil dazu beitragen, die Musik. Also es ist unglaublich stimmig, passend. Man fühlt sich um Jahre zurückversetzt. Es ist genial. Perfekt, ja, dann alles viel Spaß, klar. Ne? Dankeschön. Wir gehen mal direkt weiter. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Hallo, kurze Frage. Was löst dieser Anblick Klugheim so in einem aus? Boah, das ist fantastisch, was es alles gibt. Die ganzen Details, die Kulissen, die Geräusche, die tollen Menschen hier. Das schon angefreundet? Toll. Ja, wirklich ganz toll hier beim Waschen. Also wirklich super, was es hier alles gibt. Also schon ganz interessant. Wahnsinn. Total also, überraschend. Ist schon so ein bisschen, als wäre man verzaubert, ne? So ein ja, bisschen. Eine ganz andere Welt auf einmal irgendwie. Also schon toll. Sehr schön. Zauberhaft. Ja, dann viel Spaß beim Genießen, ne? Dankeschön. Danke. Ciao. So, wir rennen direkt mal ein wenig weiter. Nicht weiter. Da, 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 da. Hallöchen. Hallo. Hallo, kurze Frage. Na, wir sind hier mitten in Klugheim. Wie ist es so? Super, ich bin echt begeistert. Das ist also so toll hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist ja an sich das beste Zeichen, ne? Ja. Aber wenn man hier so drin steht, ne? Ist das wie, als wenn man so in einer anderen Welt wäre? Beschreib doch mal ein bisschen. Auf jeden Fall, das ist hier das. Also ich habe das noch nie erlebt in einem Freizeitpark, dass man so sich wirklich in einer ganz anderen Welt fühlt. Es ist alles so detailreich hier. Überall, also die Steine, die Gebäude, alles wirkt so echt. Alles wirkt alles so echt. Wirkt echt. Oh, schön. Ja, dann viel Spaß auf jeden Fall, ne? Danke. Viel Spaß beim Genießen. Weiter geht's. Oh, hallo, Hallöchen, hallo. Hi. Kurze Frage, bei mir ist alles gut. Wie geht es dir und vor allem, wie gefällt dir Klugheim? Noch geht's mir gut und mir fällt's jetzt sehr gut. Aber ich bin ein bisschen planlos. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin, wo vorne und hinten ist und was war hier vorher. Ja, es ist ja nur wichtig, was wir jetzt hier sehen, würde ich mal sagen. Ne? Und was sagst du denn zum Beispiel auch zu den Dorfbewohnern? Die sind ja direkt hinter uns. Finde ich gut, dass sie fleißig sind. Einer muss was tun. Einer muss ja auch arbeiten. Ne? Einer, ne? Wenn nicht wir, wer sonst? Und findest du auch, dass man hier so ein bisschen wie verzaubert ist? Oder wie? Beschreib doch mal ein bisschen. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Also man ist in einer ganz anderen Welt. Ja. Das normale Leben ist weg und man kann einfach so soll noch mal das Kind sein und abschalten. Ah, oh, sehr schön. Ja, dann auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Wir sehen uns vielleicht später nochmal. Danke. Komm. So, einen fragen wir noch. Hallöchen. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Wie gefällt einem Klugheim? Erzähl doch mal ein bisschen. Also der erste Eindruck, wenn man hier reingeführt wurde, ist einfach unbeschreiblich. Überwältigend. In einem Freizeitpark in Deutschland, der erste Eindruck habe ich so noch nie erlebt.
Oh, perfekt. Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, alle sind begeistert. Was will man mehr, oder Sebastian? Ja, tolle Reaktionen, Daria. Und, was sagst du? Ich freue mich total. Eigentlich ist das der Lohn, wofür man es macht. Für die ganze Arbeit? Also was bedeutet das auch für dich, wenn du jetzt solche Reaktionen, solche freudigen Reaktionen siehst? Wir machen uns ja viele Gedanken darüber. Wo gehen Leute her? Was möchten Leute sehen? Wo stehen Leute? Was sind die Eindrücke? Es sollen nicht nur die Leute, die Achterbahn fahren, sondern auch die Leute, die eben nicht fahren, sondern die sollen auch einen schönen Tag haben, indem sie durch die Anlage laufen. Da macht sich da tausend Gedanken drüber. Aber das erstmal live zu sehen, wenn jemand sagt, das habe ich so noch nicht erwartet oder das habe ich auch so noch nicht gesehen, das ist eigentlich der Lohn. Ich muss gestehen, ich mache das eigentlich immer, wenn wir eine neue Attraktion öffnen oder eine neue Themenwelt öffnen, dass ich einfach so im ersten Moment erstmal gucken gehe. Das ist mein Lohn. Ich freue mich darüber. Das ist der Lohn für die harte Arbeit. Ja. Du hast gerade gesagt, man macht sich da tausende Gedanken. Ja. Welche Gedanken sind das? Wo gucken Leute hin? Wo laufen Leute her? Bleiben Leute da stehen? Was haben die für Reaktionen? Müssen wir noch irgendwas verstecken, was man vielleicht nicht sehen möchte? Irgendein Kabel oder so, irgendwie sowas mit dabei? Also es sind tausend Sachen. Jetzt haben wir ja gerade gehört, auch von dir, und wir haben es auch gesehen, es haben hier viele kluge Köpfe gearbeitet. Aber ganz ehrlich, Annette, woher kommt der Name Klugheim? Und dazu haben wir auch einmal ein paar Bilder vorbereitet. Genau, der Name Klugheim, woher kommt der? Ja, eigentlich ist das es war eine logische Schlussfolgerung. Wenn sich viele kluge Leute zusammenfinden und man an einem Ort lebt, dann muss man dem den Namen geben, dann ist es halt Klugheim. Und so ist der Name tatsächlich entstanden. Wir sehen jetzt diese tollen Bilder. Da müssen die Menschen auch ziemlich klug gewesen sein, denn natürlich. Das sieht ja fantastisch aus, das muss man sagen. Ja, worauf musste man bei dem Bau auch achten? Was waren so auch Herausforderungen? Ja, natürlich, die größte Herausforderung ist, dass es im Prinzip ist es eine Sache, die man 360 Grad sieht. Wir haben so in der Form das noch nie gemacht. Man sieht es ja von allen Seiten, man sieht es dazu aber noch von oben und noch von unten drunter. Das heißt also, permanent muss man gucken, ob man wirklich alles erwischt hat, dass auch wirklich alles eine komplette Welt ist. Es ist ja keine Kulisse, sondern es ist eine Welt, die ich komplett durchlaufen kann. Das ist schon anstrengend, ich muss das schon sagen. Anstrengend war ja auch, habe ich gelesen, die Logistik. Ja. Also man sieht ja hier diese monströsen Schienen, die Felsen. Wo lag da die Herausforderung, die auch zusammenzubringen? Also zum einen ist es eine zeitliche Sache. Es muss natürlich alles zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Sie müssen Vorarbeiten machen. Bei uns ist es jetzt so, wir haben ja versucht, sehr viel von unseren Stützen, die wir ja brauchen, dass die Achterbahn da lang fährt, wo wir sie brauchen. Aber die Stützen sind natürlich sehr hoch und auch sehr massiv. Und die wollten wir natürlich auch sehr verstecken. Daraus sind auch die großen Felsmassive entstanden, die Klugheim so schön einpacken. Das heißt aber auch, sie fangen an mit den Felsen baut man. Dann muss man aber auch wieder Öffnungen lassen, damit man die Stützen da einfädeln kann. Dann baut man wieder weiter. Es ist ja, teilweise wurden auch Felsen in den leeren Raum kreiert, wo man nachher gesagt hat, ja, da ist irgendwann die Schiene, die kommt dahin, das sollte dann am Ende auch zusammenpassen. Also eine Meisterleistung, du bist nicht. Ja, eigentlich schon. Bist du selbst auch schon gefahren? Ja, bin ich. Und? Ja, ich bin sehr aufregend, vor allem sehr intensiv, mit ganz, ganz viel Bewegung drin und mir hat es extrem gut gefallen. Extrem gut gefallen. Wir sind gespannt, was die anderen später sagen, die Gäste heute hier. Ja, Klugheim ist nicht nur wunderschön, Klugheim bricht auch Weltrekorde. Welche? Das zeigen wir jetzt.
Und bei mir begrüße ich jetzt Sebastian Jonas, Projektentwickler im Phantasialand. Hallo Sebastian, Hallo. Schön, dass du da bist. Ein Namensvetter. Ja. Von mir. Wunderbar. Und auch aus Düsseldorf, habe ich gehört. Auch aus Düsseldorf. Perfekt. Genau. Besser geht's ja gar nicht. Sebastian, gerade haben wir Projektleitung gehört. Projektentwickler bist du. Kann ich mir jetzt nicht viel darunter vorstellen. Was machst du genau? Ja, es ist eigentlich, dass man von der ersten Idee, also von der Geburtsstunde der Bahn bis hin zu dem fertigen Produkt das ganze Projekt begleitet. Und natürlich die Ideen, das ist eigentlich, was wir bauen wollen, dass das ist das Wichtige, was ich praktisch mache. Also warst du natürlich auch hier am Klugheim-Projekt beteiligt? Genau, nicht nur an dem Projekt, aber das ist jetzt unser letztes. Bleiben wir hier in Klugheim. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat das Ganze begonnen? Sitzen da Ingenieure zusammen? Wir haben es ja vorhin ansatzweise schon mal gehört, auch am Computer wird viel gemacht. Wie ist das? Wie hat das begonnen? Nee, eigentlich nicht. Also die erste Idee ist einfach, wir haben eine Fläche und dann müssen wir überlegen, was wollen wir auf der Fläche bauen. So, und das passt zu uns ganz gut. Und dann haben wir halt überlegt, wir wollen eine Achterbahn bauen. Und das ist auch mal eine Frage, was für eine Achterbahn, was passt noch ganz gut hier in den Park. Und wir wollten unbedingt eine Abschussbahn haben. Und das ist jetzt damit entstanden. Damit haben wir jetzt Taron gebaut. Dafür. Taron. Was bedeutet Klugheim für dich? Ja, einfach ein ganz außergewöhnliches, großartiges Projekt, wo man einfach was Außergewöhnliches schafft, was einfach, wo ich sehr von überzeugt bin, die Menschen begeistern wird. Auch hier strahlen die Augen, strahlt das Herz, man merkt es richtig. Was ist das Besondere an Taron? Das ganz Besondere sind eigentlich die Abschüsse. Ja, also das ist eine Katapultachterbahn, da wird man praktisch aus dem Stand raus beschleunigt. Und dann die Kombination aus der Themenwelt, aus den Fahrfiguren, das ist eine ganz besondere Fahrt. Wunderbar, hört sich schon alles ganz, ganz toll an. Wir reden gleich noch weiter mit viel weiteren spannenden Themen. Erstmal schalten wir jetzt noch zu meiner Kollegin Daria. Und die hat wohl den größten Achterbahn-Fan der Welt. Ganz genau, neben mir steht nämlich der Tobi. Und der Tobi ist einer der größten Achterbahn-Fans der Welt. Und ist meine Frage, wie kommt's? Was fasziniert dich daran? Das ist eigentlich schwer zu sagen. Die Faszination ist einfach da. Gerade bei den Achterbahnen hier im Phantasialand, die einfach wunderbar in die Thematisierung eingebettet sind. Ja. Und apropos Thematisierung, wir sind ja jetzt hier gerade in Klugheim, in dieser neuen Themenwelt. Du bist auch zum ersten Mal da. Wie ist dein erster Eindruck? Genau, also es war unfassbar, das erste Mal jetzt wirklich nach Klugheim reinzugehen. Vorher hat man das alles von außen gesehen. Super Gefühl, wenn man endlich mal die Dimensionen von der Baustelle wirklich sieht, weil auf Bildern ist das nie richtig wahr geworden, wenn man jetzt hier steht und das sehen kann. Und ich habe auch gehört, du hast einen 1:1 Nachbau, ein Modell der Klugheim-Welt samt der beiden Achterbahnen gemacht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also nimm's mir nicht übel, aber das ist auch schon ein bisschen verrückt, oder? Ja klar, also für Leute, die sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, ist es auf jeden Fall verrückt. Es war von vornherein klar, dass das ein tolles Projekt wird. Und da hat es mir auch Spaß gemacht, das so zu verfolgen. Und auch den Fans aus der ganzen Welt, kann man ja schon sagen, zu zeigen, was hier wirklich passiert auf der Baustelle. Und wie hat sich das Erarbeiten dieses Modells so für dich gestaltet? Wie schwierig war es? Welche Herausforderungen gab es? Ja, es war auf einer Seite ziemlich schwer, weil man halt nicht den kompletten Überblick hatte, weil man immer nur eingeschränkte Blickwinkel hatte. Und manche Dinge, die halt höher liegen, die waren schon was einfacher zu machen. Und wie lange hast du daran gearbeitet letztlich? Grob geschätzt bestimmt 2 Stunden pro Tag und das dann über 2 Jahre lang, seitdem die ersten Stützen aufgestellt wurden. Wahnsinn, das nenne ich mal einen Einsatz und damit gebe ich zurück zu Sebastian. Ja, das ist Wahnsinn, du kennst Tobi ja auch persönlich, das ist schon irre, oder? Was da manche Achterbahnfans wirklich machen. Ja, ich muss sagen, das verfolge ich natürlich auch im Internet und ganz besonders auch Tobi. Das ist jetzt das erste Mal, es hat mich sehr überrascht, dass sich jemand so außergewöhnlich und intensiv mit dem Projekt befasst. Und ich muss auch zugeben, es ist sehr, ja, ich meine, manchmal verrückt gewesen, wenn man dann wirklich jeden Tag auch Tobis Updates sieht und manchmal denkt, Mensch, der Kerl ist aber ganz schön nah dran an dem, was er zeigt. Und es hat mich sehr fasziniert und ja, ich musste ihn dann auch an der Stelle kennenlernen, weil sowas ist wirklich außergewöhnlich und es hat mir auch sehr viel Spaß bereitet, jeden Tag seine Updates zu sehen, was er denn schon wieder alles entdeckt hat. Aber so tolle Typen wie den Tobi, die braucht man auch, oder? Das ist doch vielleicht auch der Nachwuchs, oder wie siehst du das? Ja, ich denke, er hat sich damit intensiv befasst. Man sieht auch, Achterbahnen und überhaupt Freizeitparks sind seine Leidenschaft und ja, das brauchen wir durchaus mehr, ja. Gleich geht's los mit Taron. Wie groß ist jetzt die Vorfreude? Was erhoffst du dir?
Ja, ich meine, jetzt ist der große Moment bei so einer Premiere, wo man wirklich die ersten Reaktionen live sieht. Ich meine, bis jetzt ist noch niemand gefahren, das normale Publikum nicht. Wir haben jetzt das Premierenpublikum und es sind die ersten Reaktionen, die kommen. Und das ist immer der schönste Moment, wenn es dann wirklich losgeht. Wir haben jetzt über 4 Jahre lang geplant, wir haben jetzt fast 2 Jahre lang gebaut und es wird jetzt wirklich Zeit, dass wir aufmachen. Es wird Zeit, Sebastian, wir sind gespannt. Gleich geht's los. Daria, wie sieht die Vorfreude bei den Gästen aus? Das ist der Hammer. Taron ist noch nicht mal eröffnet und trotzdem ist die Schlange schon mega lang. Wir fragen mal nach, wie ist so die Stimmung unter den Gästen? Hallöchen. Ja, gleich deine erste Taron-Fahrt. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ja. Schauen wir mal, was das Ding so kann. Was stellst du dir denn von der Fahrt so ein bisschen vor? Was erwartest du? Ja, ich bin natürlich vor allem mal gespannt, was Taron so von der Beschleunigung her kann. Weil es soll ja der stärkste Multi-Launch-Coaster der Welt sein. Insofern, ja, bin ich mal gespannt, ob es eine abwechslungsreiche, schöne, schnelle Fahrt wird. Ja, die wünsche ich dir auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Hallöchen, hi. Ich will gar nicht stören, nur eine kurze Frage. Jetzt gleich geht's zur ersten Taron-Fahrt von dir. Wie aufgeregt bist du denn? Ein bisschen, es geht. Es ist nicht die erste Achterbahn, also mehr Thematisierung interessiert. Wie ist das Ganze umgesetzt worden? Ja, mehr so. Hast du denn auch so ein bisschen Bammel, ne? Weil die wird, glaube ich, schon richtig abgehen. Nein. Nein? Nein. Das werden wir ja sehen, ne? Viel Spaß auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal direkt weiter. Hallöchen, hi, na, wie ist die Stimmung? Super, spitze. Ja? Bist du aufgeregt? Voll gespannt auf die Bahn. Mal testen, schauen, was kommt. Ja, die wird ja auch ziemlich krass beschleunigen. Hat man da auch so ein bisschen Bammel oder ist man jetzt hier ganz souverän? Nö, davor eigentlich gar keine Angst, ey. Ganz souverän. Worauf freust du dich denn am meisten? Auf die Beschleunigung? Auf Beschleunigung, ich hoffe, ein bisschen Airtime hat die Bahn. Ganze Streckenführung. Mal schauen. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Spaß, ne? Dankeschön. So, wir ziehen mal weiter. Hallo, hallo. Hallöchen. Hi. Na, wie ist die Stimmung bei dir? Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin so gefroht, dass ich da heute dabei bin. Und das sieht so schön und gut aus. Ja. Ja? Wie sehr freust du dich denn? Ich meine, die Achterbahn, die wird schon echt mega abgehen, ne? Ja, alles geht ab. Das Gebiet, also die Details, alles. Das ist so super, super. Ja, ja, und worauf freust du dich gleich am meisten? Auf den Abschuss, auf die Geschwindigkeit? Alles zusammen, den Belebung. Das muss ganz gut sein. So, ja, perfekt. Ja, ja, dann auf jeden Fall genießen, ja, ne? Viel Spaß. Schön, danke. So, hallo, hallo. Darf ich dich auch kurz was fragen? Ja. Hi, na? Hallo. Gleich deine erste Taron-Fahrt? Ja, ja. Aufgeregt? Ja. Ja? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Schon so ein bisschen wackelige Knie? Ah, nein. 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 Ohne fahren. Einfach nur fahren. Ja. Einfach nur fahren. Ja. Viel Spaß, viel Spaß. Ja, wunderbar. Hallöchen. Hallo. Hi, na? Das wird mega heute. Ich freue mich tierisch da drauf. Ah. Oh, ja. Was will man eigentlich noch mehr sagen? Genau. Ne? Aber hast du etwas, worauf du dich am meisten freust? Die Kulisse ist doch der Hammer. Also sowas Geiles habe ich lange nicht mehr gesehen. Boah. Ja? Und auf die Fahrt jetzt gleich? Was glaubst du, was erwartest nervös. Du denn? Ah, Energie, Action. Spaß. Spaß. Oh, sehr schön. Ja. Ich finde, das klingt wunderbar. Alle wollen nur noch fahren. Dann würde ich sagen, gebe ich aber noch mal ganz kurz zum Sebastian. Ja, die Spannung ist groß, alle sind aufgeregt. Sebastian, wie hoch ist dein Puls? Ganz ehrlich. Ja, ich bin sehr aufgeregt, weil jetzt ist natürlich der Moment, wenn wir gleich sehen, wie die ersten Reaktionen sind. Und dann werde ich auch wieder ruhiger. Du wirkst auch sehr ruhig. Ist das alles nur so ein bisschen Fassade? Bist du innerlich, bist du am Brodeln oder wie ist das? Worüber machst du jetzt noch Gedanken? Also schiefgehen kann nichts mehr. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben auch noch die letzten kleinen Arbeiten, die letzten Tage jetzt alles abgeschlossen. Das Projekt steht und jetzt freue ich mich einfach nur, dass es gleich losgeht. Du sagst, es gab noch kleinere Arbeiten. Gibt es noch kleinere Arbeiten und welche gab es, dass du da ja, nochmal uns mal erzählst, was jetzt so alles gemacht wird? Ich muss sagen, an so einem Projekt, da kann man immer was dran machen und man wird auch immer, wenn man hier durchgeht, mit jedem Tag, man findet immer doch wieder Kleinigkeiten, wo man noch hier und da was nachbessern kann und wir müssen irgendwann mal zu einem Punkt kommen. Wir haben, ich glaube, einen wunderschönen Themenbereich jetzt gestaltet. Und von der Seite aus sind wir da auch jetzt wirklich fertig. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast gerade gesagt, da sind noch so viele Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen in den letzten Tagen. Gehst du dann auch durch den Park und guckst dann hier durch die Themenwelt und guckst, wo noch was gemacht werden kann? Sagst das dann auch den Arbeitern? Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das sind natürlich Checks hier überall. Ob es jetzt Schilder sind, die man noch irgendwo aufhängt oder ob es irgendwo noch Kleinigkeiten sind, dass man noch ein bisschen nachlackiert, dass da noch
irgendwelche Schrauben sind, die man noch ein bisschen verstecken muss oder irgendwelche Kabel. Das sind noch die ganzen Kleinigkeiten, die praktisch kurz vor Schluss eigentlich auch gemacht werden müssen. Alles Grobe, das Große, das war schon länger fertig und ja, das sind die Punkte. Ihr habt ja alles rechtzeitig fertigstellen können. Wunderbar, ja, alles bei tollstem Wetter ja heute auch. Das ist natürlich auch schön. Petrus hat auch mitgeholfen. Wunderbar. Die Gäste stehen schon unten, freuen sich natürlich wahnsinnig. Jahrelang hat man ja mit viel Herzblut, würde ich mal sagen, am Projekt gearbeitet. Ich merke das hier bei allen Mitarbeitern. Das ist ganz, ganz toll, wenn man mit denen spricht. Da glänzen die Augen. Was erhoffst du dir jetzt auch? Ja, ich glaube, es geht nicht an der Stelle, das kann ich jetzt ganz allgemein mal für unser ganzes Team sprechen. Wie gesagt, jeder, muss ich sagen, hat hier wirklich seinen kleinen Koffer beigestellt, damit wir heute auf die große Reise gehen können. Und da muss ich sagen, jeder fiebert heute dem Ganzen entgegen, denn der schönste Moment ist, wenn wir endlich diese Attraktion dem Publikum freigeben können und dann sieht die Reaktion auf die ganze Mühe, auf die vielen Arbeitsstunden, dass wir das geschaffen haben und damit Menschen begeistern können. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Puls geht auch so langsam hoch. Deswegen, du hast es gerade gesagt, Mitarbeiter sind auch begeistert, die fiebern ja auch dem Ereignis hier entgegen. Beschreib doch mal, du hast doch mit denen gesprochen, was sagen die so? Was erhoffen die sich auch? Was sagen deine Kollegen? Ja, das ist an der Stelle, es ist nicht nur das Projektteam, sondern auch jeder Mitarbeiter hier im Park, die natürlich auch insgesamt mit dem ganzen Projekt begleitet und mitfiebern, die freuen sich auch schon wahnsinnig, wenn es jetzt wirklich losgeht. Und vor allen Dingen auch, dass sie selber fahren, ausprobieren, wie ist die Fahrt. Diese ganzen Emotionen, die dann kommen. Ich meine, jeder möchte da gerne mitfahren. Und ja, jetzt ist der große Moment gekommen. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt geht es auch gleich los. Hier wird es jetzt gleich eine Durchsage geben. Das ist der Startschuss. Oh ja, jetzt geht's. Da hören wir jetzt auch mal rein. Jetzt geht's los. Gleich los, das ist der Startschuss, Sebastian, alle sind aufgeregt, alle wollen jetzt endlich, dass die Achterbahn fährt. Noch eine Minute jetzt bis zur ersten Fahrt. Daria, bist du nervös? Und wie, mir geht so hart die Pumpe. Tobi, es geht gleich los. Wie geht's dir? Wie sehr bist du aufgeregt? Ich bin auch total aufgeregt, das ist die erste Fahrt, wir fahren in der ersten Reihe, es wird super, auf jeden Fall. Nun hast du ja Taron quasi studiert, ne? Aber jetzt in echt hier drin zu sitzen, also was erwartest du dir von der Fahrt? Ja, über die Erwartungen mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, aber generell sind die Erwartungen hoch. Aber man kann ja schon sagen, wir sitzen ja schon im Zug, man kann den ja schon ein bisschen bewerten. Und ich muss sagen, man sitzt super bequem, man sitzt so hoch, dass die Füße den Boden nicht berühren und man wird nur an dem Becken, mit einem Beckenbügel gehalten. Man fühlt sich so frei, das wird super. Ich bin mir sicher, es wird super. Ich muss sagen, ich bin wirklich komplett aufgeregt. Was macht der Puls? Okay, Puls gibt noch, Herz schlägt auch noch. Ich glaube, wir können loslegen. Okay, ich glaube, es geht los. Okay, halt dich fest. Und wie Ende machen wir gleich hoch, ne? Ende hoch. Okay. Jetzt! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Oh Gott, ey, Tobi, wie geht's dir? Super, die Fahrt war unglaublich. Die Fahrt ist so lange und bietet so viele tolle Elemente. Die sind auch so angeordnet, dass sich die Fahrt immer mehr steigert, bis man in die Schlussbremse einfährt. Genial, der Zug ist super komfortabel, man ist so frei. Super, und mit der Weltklasse-Thematisierung ist echt die beste Bahn, die ich bisher gefahren bin. Das kann ich nur genauso unterschreiben. Ich finde auch wirklich, du hast das Gefühl, du fliegst mit einer Geschwindigkeit von A nach B. Wie waren denn deine Erwartungen? Wurden die erfüllt? Auf jeden Fall. Also, wenn man das dann nochmal so erlebt und nicht nur auf Bildern sieht, das ist doch was ganz anderes. Hammer, Hammer. Ich glaube, wir lassen jetzt einmal sacken und damit gebe ich zurück zu Sebastian. Ja, wenn ich das so sehe, dann werde ich auch ganz neidisch. Das stimmt. Also die Premierenfahrt ist rum. Jetzt gleich fahren noch die Gäste. Daria war ja ganz begeistert und der Tobi. Was sagst du dazu? Wie hoch springt auch dein Herz, wenn du das siehst? Ja, es ist genau so, wie es sein soll und so, wie wir es uns gewünscht haben. Und ja, wenn man da man hat in den Gesichtern ja gesehen, Glück, Emotionen, Spaß und das ist das Wichtigste, was bei der Bahn für jeden Fahrgast nachher rauskommen soll. Du hast mir mal gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man das Strahlen in den Augen sieht bei den Menschen. So ist es, oder? Ja, ich meine, das schönste Kompliment ist, wenn die Leute mit einem Lächeln wieder im Bahnhof ankommen und ob sie applaudieren, ob sie jubeln, ob sie klatschen oder ja, der Moment, die Leute kommen im Bahnhof an mit einem Strahlen im Gesicht und das ist das schönste Geschenk, was man kriegen kann. Taron, die Achterbahn, jetzt sieht man ja die Windungen hier und. Wo ist der Unterschied zu anderen Achterbahnen? Ja, also das Besondere eigentlich ist, es gibt bei vielen Achterbahnen, gibt es immer irgendwo ein, zwei, drei gute Elemente. Und hier war es mal das Ziel, hinzugehen und zu sagen, Mensch, lass uns mal viele Elemente in eine Bahn packen, sodass alle Elemente gut sind. Und ich glaube und hoffe, dass uns das gelungen ist. Also gibt so eine Achterbahn nirgendwo auf der Welt? Das ist eigentlich eine Symbiose aus mehreren ganz tollen Achterbahnen. Genau. Also es ist an der Stelle wirklich der Gedankengang stand dahinter, eben neben den normalen Elementen eben nicht nur Standardelemente zu verbauen. Und oh, da geht's schon los. Da geht's schon los, da hört man's. Und alle jubeln jetzt. Das ist der nächste Zug. Das ist der nächste Zug. Und hier wird schon geschrien, gejubelt, hier kann man's sehen. Und Sebastian, da blüht das Herz auf, oder? Natürlich. Vor allen Dingen, ich weiß jetzt, wie die Leute sich fühlen, an der Stelle durch die Elemente zum allerersten Mal fahren. Man hört es. Du bist ja selbst auch schon mal gefahren. Beschreib mal das Gefühl, wenn ich das jetzt so sagen darf, dass du auch als Profi hast. Und da haben wir auch Bilder vorbereitet, die wir jetzt sehen. Die kannst du gerne mal kommentieren. Also was für ein Gefühl hast du da auch? Ja, also ich muss sagen, für mich ist es sehr, sehr großer Spaß. Ich bin wirklich schon sehr, sehr viele Achterbahnen auf der Welt gefahren. Was natürlich hier im ganzen Projekt sehr viel Einfluss mit gehabt hat, dass man natürlich an der Stelle viele Sachen auch beurteilen und begutachten kann. Ja, und wie man da sieht, gerade die Umschwünge, gerade Kurvenelemente bringen eigentlich den Achterbahnfans am meisten Spaß. Auch hier von Momenten mit Airtime, wo man über den Hügel kommt und das Gefühl hat, Schwerelosigkeit, man wird aus dem Sitz gehoben, aus dem Sitz katapultiert. Und diese Mischung aus den ganzen Kurven und den ganzen Fahrfiguren, das macht es aus. Und die Menschen haben wahnsinnig viel Spaß. Ich muss sagen, wo ich jetzt hier die anderen schreien höre, jubeln höre, da bekommt man richtig Gänsehaut. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich muss sagen, auch mir geht gerade wirklich sehr das Herz auf, weil ich habe immer mir diese Reaktion wirklich erhofft. Und sie werden jetzt Wirklichkeit. Und wir stehen ja auch ganz nah dran hier, sozusagen es vibriert, man hört das Schreien, wunderbar, ideales Gefühl. Jetzt das Highlight für alle Fans, die vor dem Bildschirm sitzen und leider nicht hier sein können. Jetzt gibt es nämlich eine On-Ride-Fahrt und ich kann schon mal so viel verraten, die Sicht ist spektakulär. We'll be right back.
Wahnsinn, das sieht ja schon beim Anschauen sehr, sehr spektakulär aus. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, gerade bei dem Hornreit, der Abschuss, der kommt sehr gut rüber und ist auch eigentlich das Besondere an der Anlage. Wir haben sogar zwei Beschleunigungsstrecken. Bei dem ersten wird man aus dem Stand raus beschleunigt, beim zweiten wird man aus der Fahrt mitgenommen und nochmal durchkatapultiert, liegt im Canyon drin. Das ist ein absolut wahnsinniges Geschwindigkeitsgefühl. Du hast es, glaube ich, gerade schon angesprochen, man hört so ein lautes Geräusch immer zwischendurch, wie so in der Formel 1, ein Auto, was beschleunigt. Was ist das? Das ist unser Antrieb, das ist der Abschuss LSM, das ist ein Linear-Synchron-Motor. Das wird jetzt auch etwas kompliziert, den wirklich im Detail zu erklären. Aber das, was man hört, ist eigentlich der Strom. Und wir sehen jetzt gerade auch auf den Bildern. Genau. Da kann man sehen, das sind die Statoren. Und das ist praktisch ein berührungsloser Antrieb, wo man praktisch auf einem Magnetfeld, mit einem Magnetfeld beschleunigt wird. Und das, was man hört, ist eigentlich, wenn Frequenzumrichter Strom umwandeln, je höher die Frequenz, desto höher ist dieses Geräusch. Und da geht unheimlich viel Energie bei durch in einem Bruchteil von Sekunden. Das ist das, was wir hören. Welche Kräfte wirken da? Kann man das mit irgendwas vergleichen? Ja, es ist also praktisch schon wie in einem Formel-1-Auto, eigentlich noch mehr wie in einem Formel-1-Auto. Es ist ja wirklich an der Stelle, man wird in den Sitz gedrückt, man wird auch dort mit dem etwas mehr als seinem eigenen Körpergewicht in den Sitz reingedrückt. Und ja, das ist eigentlich für viele das Schönste überhaupt, sind Abschuss. Der Abschuss ist das Highlight der ganzen Bahn. Und das ist auch das Besondere für die Gäste natürlich, genau. Auch. Kann man sich das vorstellen, wir haben es ja gerade gesagt, so ein Beispiel gebracht, Formel 1 Auto ist eine viel ordentlichere Beschleunigung, oder? Ja, die Beschleunigung hier ist deutlich intensiver als bei einem Formel 1 Auto. Ja, und das ist eben die Besonderheit. Das ist die Besonderheit. Jetzt Beschleunigung ja, aber wie wird gebremst? Ist ja auch wichtig. Ja, hier also grundsätzlich bei modernen Achterbahnen haben Magnetbremsen im Einsatz, das ist auch berührungslos. Die funktionieren immer, sind ohne Strom, ohne Luft, sind durch Magneten, die am Zug sind. Und diese Bremse, die funktioniert immer. Und so wird die Bahn nachher vor dem Bahnhof ganz sanft abgebremst. Und ja, so funktionieren die Bremsen. Du hast es gerade gesagt, die Bremsen funktionieren immer. Ist ja auch ein wichtiger Hinweis. Heißt also, heute haben wir ja Glück mit dem Wetter. Wenn es jetzt mal regnen sollte oder es stürmt, die Bahn fährt immer? Also die Bahn ist grundsätzlich völlig wetterunabhängig. Es kann regnen, es kann auch also bis zum gewissen Grad natürlich auch windig sein und auch im Winter. Unsere Bahn ist auch wintertauglich. Wir werden auch im Winter die Bahn öffnen. Und ja, das Einzige, wenn es wirklich gewittert, das ist dann aus Sicherheitsgründen nicht möglich, weil wenn es blitzt und donnert, dann ist der Punkt, wo wir auch dann leider den Betrieb einstellen müssen. Also habe ich als Phantasialand-Besucher immer die Sicherheit, kann hier hinkommen und sagen, ich fahre auf jeden Fall diese Achterbahn, weil die kann immer fahren. Die kann immer fahren. Genau, solange es nicht wirklich unwetterartig vom Himmel blitzt, können wir immer fahren. Taron, wir sehen es hier gerade, ein besonderes Erlebnis. Was ist das genau für ein Fahrerlebnis? Beschreib das mal, was ist das Besondere? Ja, das, was ich eben schon sagte, das Besondere ist, als allererstes starten wir natürlich mit dem Abschuss. Dann ist es halt eben die Mischung, wir haben hier, das ist eigentlich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der ganze Aufbau, der ganzen, oder die, überhaupt das ganze Fahrerlebnis ist halt von Anfang an aufgebaut. Der erste Streckenabschnitt, der wird noch mit, ich möchte jetzt nicht sagen gebremstem Schaum, aber es, da wird noch nicht alles an Power rausgelassen, was wir in der Bahn haben. Und sobald wir dann den zweiten Abschnitt, also den zweiten Abschuss erreichen, dann ist an der Stelle wirklich Schluss mit dem etwas gedämpften Fahren und die Bahn wird zum Ende immer, die steigert sich permanent bis zum Ende hin und es wird immer spektakulärer. Spektakulärer bis zum Finale. Und es wird immer noch ordentlich gejubelt, man hört es bis hierhin. Jetzt reden wir vom Abschuss die ganze Zeit, auch von besonderen Bremsen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, diese ganzen Windungen, die man hier sieht, dieses Verstrickte, man denkt ja, man muss ja fast den Kopf einziehen, wenn man jetzt hier fährt. Angst muss man natürlich nicht haben, aber das ist auch besonders, oder? Weil alles sehr dicht ist hier auf engstem Raum. Genau, das war auch ein Punkt, den wir halt eben auch mit einbauen wollten. Also neben, dass wir natürlich ein sehr verschlungenes Layout mit vielen Richtungswechseln haben, weil das bringt den Spaß, wollten wir natürlich auch Near-Miss-Effekte einbauen. Near-Miss-Effekte sind die Momente, wo man das Gefühl hat, man rast auf eine Tunneleinfahrt auf ein Hindernis zu, wo man
natürlich ausreichend Platz zu hat, aber das Gefühl, man rast da drauf zu. Und diese Nirmes-Effekte, gerade diejenigen, die zum ersten Mal fahren und sind plötzlich völlig überrascht, wo kommt denn diese Tunneleinfahrt her oder wo kommt denn dort diese Brücke her, das ist, kann man auch sehr schön an den Reaktionen sehen, wenn viele Menschen die Arme nach oben reißen und in dem Moment, wenn dann der Tunnel kommt, ganz schnell die Arme runtergehen, dann hat der Nirmes-Effekt sehr gut funktioniert. Dann sind auch ein bisschen Angst. Dann hat man, sieht man, da hat man erstmal Respekt vor, aber man braucht sich doch keine Sorgen machen. Es ist alles entsprechend so dimensioniert, dass man da nirgendwo drankommt. Apropos Tunnel, man kann ja heute auch über Facebook, Twitter und die Instagram-Seite von Phantasialand Fragen stellen. Ihr könnt Fragen stellen. Unter anderem gab es da eine Frage, was ist denn eigentlich in dem Tunnel? Und? Ja, das will ich jetzt nicht verraten. Das sollte man natürlich an der Stelle sehen, wenn man mit der Bahn fährt. Ja, das glaube ich. Also willst du es nicht richtig verraten? Nee, das werde ich nicht verraten. Das ist auch nicht schlecht. So, da sieht man also jetzt hier, wie das alles abgeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie viele Bahnen sind jetzt gerade hier auf der Strecke? Wie viele können fahren und wonach richtet sich das auch? Also wir haben hier bei Taron sind insgesamt 4 Züge, die wir haben. Die 4 Züge haben wir auch jetzt gerade im Einsatz. Davon sind immer 2 auf der Strecke und 2 Züge befinden sich in der Station. Einmal zum Entladen und einmal zum Beladen. Okay, und die fahren ja jetzt hier, die Gäste sind begeistert. Aber wie genau es den Gästen gefallen hat, das zeigt jetzt Daria mit den ersten Reaktionen. Die ersten Gäste sind gerade wieder angekommen. Das folgt mir, folgt mir. Hallöchen, wie war's? Es ist sensationell. Also das Geilste, was ich hier erlebt habe, diese zweite Beschleunigung, überragend. Ja? Supergeil. Oh, herrlich. Noch ein bisschen wackelige Knie? Einfach viel Freude. Ich möchte noch mal fahren. Wunderbar. Ja, dann geht ja auch noch ein paar Mal. Hallo, 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 hallo. Na, wie war's? Mega, super. Ja? Absolut genial, ja. Ging richtig ab? Ging voll ab. Sehr gut. Sam ging ab wie Schmitzkatze, oder? Oh ja, ich muss kurz auf die Toilette. Hallo, 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 hallo. Hallo! Hallo! Na, wie war's? Das Ding ist eine Sensation! Das ist der Hammer! Ja? Ihr glaubt das nicht, das ist der Hammer, das geht der andere. Guck mal. Was war denn am geilsten? Beschreib mal so ein bisschen. Warst du dieses Abschießen? Dass man überhaupt nicht weiß, was passiert und dann ist es zu Ende und ich habe nur geschrien die ganze Zeit. Und ich habe einmal versucht loszulassen, ja. Aber das war immer wieder festgehalten. Das ja. ist eine Sensation, ihr glaubt das nicht. Kommt alle her, das ist der Hammer. Hervorragend, du kannst direkt nochmal fahren, ne? Ja! Ja. Nina, Nina, komm zu mir, hi! Hi. Wie war's? Ja, also nix. Es war mega geil! Warte, ich versuche noch zu schreien. Ich krieg keinen Ton mehr raus. Ich habe die ganze Fahrt geschrien. Das ist mega geil. Und ich kann jetzt, hab auch keine Zeit. Ich muss mich nochmal anstellen. Ich will nochmal fahren. Sorry. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Aber beschreib doch mal so ein bisschen für jemanden, der noch nicht drauf war. Was hat dir am besten gefallen? Also es ist von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde einfach mega geil. Es beschleunigt so ab der zweiten Hälfte. Ist wie so ein Beschleuniger drin, der dich nochmal irgendwie antreibt. Und ich weiß, man weiß irgendwann nicht mehr, wo oben, unten, rechts, links ist. Aber es ist auch scheißegal, weil es einfach nur geil ist. Ja, und eine wackelige Knie gehabt so ein bisschen. Also hast du so ein bisschen Bammel gehabt? Ja, am Anfang habe ich zu meinem Mann... Da ging es noch gar nicht los. Da ging es noch gar nicht los. Da habe ich mir heute noch zu meinem Mann gesagt, ich will das doch nicht. Komm hier wieder runter. Aber ich habe mich ganz wacker geschlagen, oder? Ja, mein Ohr fiebt jetzt die ganze Zeit. Dein Ohr fiebt ein bisschen. Oh, das geht auch wieder vorbei. Und dir hat es aber auch gefallen. Ja, definitiv. Wie gesagt, ab der zweiten Phase ging es nochmal richtig. Und fährst du ja. nochmal mit mir oder hast du jetzt die Schnauze voll? Ja, dann sitzt du aber rechts von mir. Sehr gut, das ist dann ausgeglichen. Ne? Dann wollen wir euch gar nicht länger aufhalten. Fahrt direkt nochmal. Wie du siehst, Sebastian Taron hat einfach alle umgehauen. Wunderbar, die Euphorie ist groß und bei uns ist nochmal Annette Beek. Hallo Annette, schön, dass du nochmal bei uns bist. Jetzt haben wir ja viel über Taron geredet, ganz, ganz tolle Achterbahn. Widmen wir uns aber jetzt mal dieser liebevoll gestalteten Themenwelt Klugheim. Ihr habt ja hier mit viel Herz und Leidenschaft die letzten 2 Jahre gearbeitet. Was sind die Highlights von Klugheim? Also das Besondere daran ist, dass die Attraktionen beide komplett in eine Landschaft eingebettet sind. Wir haben einen kleinen Dorfplatz erschaffen, wir haben einen Markt, wir haben kleine Wege, überdachte Brücken, Häuser, Felsen, Gartenanlagen, wobei unsere Gärten sehen ja etwas anders aus wie normale Gärten. Wir haben ja schwarze Bäume. Es ist eine komplette kleine Welt entstanden. Zu den schwarzen Bäumen kommen wir später. Du hast schon viel verraten, aber es ist ja so die Liebe zum Detail. Ihr habt euch da ja doch sehr an der Natur orientiert, oder? Und da haben wir mal einen kleinen Einspieler und zeigen da ein paar Bilder. Du kannst gerne mal das Ganze kommentieren. Also da, was sieht man da jetzt? Das ist ein geschnitzter Drachenkopf. Das ist einer von unseren Fürsten. Da haben wir uns natürlich sehr an der Wikinger-Mythologie orientiert. Die hatten das ja mal gerne, zum Schmuck ihrer Häuser. Die sind natürlich dann auch liebevoll alle von Hand gemacht. Da auch die Lampen, dieser Wasserfall, das gehört alles dazu. Wasser gehört dazu. Da, wo Feuer ist, ist auch im Allgemeinen immer ein bisschen Wasser.
Und hier, da sieht man auch diese ganzen Schnitzereien. Ja, das ist sehr groß, genau. Ja, vor allen Dingen, man sieht die auf den Bildern, wenn man sie so sieht, sehen die nicht so mächtig aus. Aber so ein Drachenkopf, als er noch unten war und noch nicht drauf saß, also der ist locker mal fast einen Meter hoch. Das sollte man mal nicht vergessen. Der ist ordentlich, den habe ich vorhin noch mal gesehen. Ja. Also, und vor allen Dingen, das ist ja wirklich ein Handwerk, den so zu schnitzen, den so zu kreieren, muss man sagen. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also tolle Bilder hier auch, aus Stein gemeißelt wahrscheinlich. Genau, so haben wir es ja auch gemacht. Das ist ganz, ganz, ganz toll, das muss man wirklich sagen. Wo wir gerade die Bilder hier noch sehen, wie ist denn die Geschichte zu Klugheim, Annette? Es begab sich zu einer Zeit, da haben sich viele Gelehrte zusammengefunden und haben überlegt, was können wir denn machen, um uns im Prinzip das Leben zu erleichtern. Wir wollen der Erde so ein bisschen Energie abtrotzen, um Maschinen zu bauen. Da hat man dann beschlossen, okay, wir führen mal alle klugen Köpfe der Welt zusammen, von kalten Norden bis unten in den Süden und in den Osten. Von überall her sind Leute zusammengekommen und haben gesagt, okay, was können wir machen? Wir fangen jetzt an zu graben, und man hat dann festgestellt, da vulkanischer Ursprung da ist es halt heiß, also ist in der Erde irgendeine große Energie, und die wollen wir der Erde abtrotzen. Und da hat man angefangen zu graben. Man hat Geysire gefunden und hat dann festgestellt, oh, da ist was. Wir können im Prinzip die heiße Luft der Erde sammeln und nutzen die, um Maschinen damit einzutreiben. Die Klugheimer, die waren nämlich so schlau, die haben nämlich eigentlich die erste Dampfmaschine erfunden. Das, was da sonst alles erzählt ist, das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht. Die kluge Köpfe hier. Aber hier, ja, natürlich, aber im Phantasialand. Genau so. Annette, ihr habt es ja geschafft, nahezu echtes Basalt hier ins Phantasialand nicht zu setzen. Nicht nur nahezu, wir haben auch echtes Basalt. Ja, doch echtes? Ja, natürlich. Brühl liegt ja in der Nähe von der Eifel, und die Eifel ist ja vulkanischen Ursprungs, da gibt es auch echten Basalt. Da sind wir dann auch in die Steinbrüche gefahren und haben uns da Basalt zum einen angeguckt, weil wir das ja auch überall in Schotterflächen eingebracht haben oder große Stücke mit dabei gemacht. Und da haben wir dann auch festgestellt, das, was wir hier bauen mit unseren Felsen, das gibt es in der Eifel in klein auch. Wahnsinn. Ja. Also, vielen Dank, Annette, erstmal. Wir reden gleich noch einmal weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie die Symbolik hier in Klugheim integriert wurde. Ja, sehr schön, diese ganzen vielen Details, die auch mit Liebe gemacht worden sind. Wie ist da auch deine künstlerische Seite, Annette, wenn du hier durchgehst? Sagst du da auch nochmal, was gemacht werden muss? Gibst du da auch noch ein paar Tipps? Wie läuft das? Ja, eigentlich bin ich so ein Erbsenzähler. Ich muss es ja leider zugeben. Ich laufe schon rum und mäkle hier und mäkle da. Ich roppe auch an dem einen oder anderen Dekoteil mal rum, ob es da fest ist, ob es auch den Ansprüchen unserer Gäste mitgenügt. Wenn man eine Schraube sieht oder sowas. Also ich bin schon mäkelig manchmal. Näckelig muss man ja auch mal sein. Ja, das ist auch perfekt geworden hier. Ist das, ich habe dich ja die Tage hier einmal fast im Blaumann oder mit Arbeitshose gesehen. Ja, ich muss auch mit also du arbeiten. Packst auch richtig mit an, oder wie ist das? Definitiv. Wie muss man sich das vorstellen? Nee, das ist schon so. Das kommt, also es gibt so ein paar Sachen, die spare ich mir auf, wie so die Dekoration der Taverne. Da habe ich gesagt, nö, das ist meins, das mache ich. Ansonsten nehme ich auch einen Pinsel in die Hand oder helfe auch gerne schon mal als Handlanger den anderen Kollegen, die Arbeit mitmachen. Gehört dazu, ist okay. Wunderbar, herzlichen Dank, Annette. Jetzt, Sebastian, gibt es ja auch eine zweite Achterbahn. Raik heißt die. Ja, das ist ja eigentlich was Besonderes, gerade für jüngere Achterbahnfans. Und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Sebastian, warum wurde mit Raik ein zweiter Coaster in die Themenwelt gesetzt? Beschreib das mal. Ja, da muss ich sagen, es war eigentlich schon immer unser großer Wunsch.
auch gerade für die jüngeren Gäste, noch eine Achterbahn zu bauen. Da war da immer das Thema, wir haben an der Stelle weder einen Bereich, auch noch die geeignete Fläche gehabt, wo das gepasst hätte. So, und jetzt mit der neuen Themenwelt haben wir auch endlich den Platz gefunden, eine spezielle Achterbahn für die jüngeren Gäste zu bauen. Und da sollte es natürlich auch was ganz Besonderes sein. Und ja, dadurch ist jetzt Raik entstanden. Rüber. Was sind die Unterschiede von Raik zu Taron? Gut, das Erste, dass natürlich Raik in erster Linie für jüngere Gäste ist. Die Bahn kann man schon ab 1 Meter Körpergröße fahren. Und dort haben wir praktisch keinen Abschuss, sondern einen klassischen Lift. Wobei man sagen muss, ganz klassisch ist dieser Lift auch nicht. Sondern die Bahn, das, was ich eben schon gesagt habe, wir wollten einfach was Besonderes haben. Da kommen wir später ja auch nochmal zu, was das Besondere auch ist. Ja. Und ja, das ist der Hauptunterschied. Die Strecke, ja gut, wir kommen zu den Besonderheiten gleich. Ne? Ja. Genau, zu den Besonderheiten kommen wir gleich, aber ich kann ja schon mal fragen, wie war so der Unterschied auch in der Planung? Also klar, das ist hier natürlich eine Nummer größer, Taron, Raik, aber auch unheimlich liebevoll gemacht. Worauf hat man da auch genau geachtet? Also ich muss dazu sagen, da gibt es bei uns keinen Unterschied, ob groß oder eine kleine Achterbahn. Jede Achterbahn wird gleich behandelt und mit gleicher Liebe gebaut. Und auch der kleine Bruder, wie man auch immer jetzt zu sagen pflegt von Taron, hat an der Stelle genau die gleichen Standards und die besondere Thematisierung gehalten, wie natürlich die große Bahn auch. Es muss ja auch nachher aus einem Guss sein. Es soll dann nachher nicht sein, dass praktisch die kleine Bahn kein Teil mehr von dem Bereich ist, sondern sie muss genauso integriert sein, damit es halt eben auch harmonisch ist. Annette, frage ich dich auch nochmal, gerade auch bei der anderen Achterbahn, bei Raik, hat man da auch schon bei Klugheim drauf geachtet, dass das auch alles so wunderbar zusammenpasst? Ja, da haben wir besonders drauf geachtet, weil genau genommen ist Raik mit dem Schuhlöffel, also mit dem Schuhanzieher noch mit dazwischen gequetscht worden. Der passt sich ja perfekt in die letzte Lücke mit an. Also der war immer da, der kleine Bruder war mit dabei, der gehört doch dazu. Annette, herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir jetzt noch ganz, ganz viel Spaß hier bei dem besonderen Event. Danke. Genau, nicht nur wir sind gespannt auf Raik, oder Daria? Ja, auch hier freuen sich alle schon endlich, Raik mal ausprobieren zu können. Und wie sehr, fragen wir doch mal nach. Hallöchen, hi. Hallo. Na, jetzt geht's gleich auf Raik. Wie sehr freut man sich darauf? Total. Also gerade schon Taron, jetzt Raik, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, was erhoffst du dir denn jetzt von Raik? Halt einen sehr guten Family Boomerang Coaster. Ich bin gespannt. Hat man ja noch nicht so viel von gesehen. Ja. Und von daher alles neu. Alles neu, so soll es sein. Frage direkt mal weiter. Wie sehr freut man sich jetzt hier? Was erwartest du? Megamäßig freue ich mich und ich hoffe, dass der Magen, kribbelt gleich bei der Fahrt. Kribbeln wird er ganz sicher, ganz bestimmt. Ich bin gespannt. Aber auch dieses Boomerang, also wie sehr freut man sich auch darauf, ne? Total. Ja? Total? Ich liebe Boomerang. Ja. Boomerang. Bin schon einige Male gefahren und ja. Sehr schön. Und wie sieht es bei dir aus? Ich bin Boomerang noch nicht gefahren und ich bin sehr gespannt. Oh, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß, ne? Genießt es. Wir gehen mal direkt ein bisschen weiter. So, hallo, Entschuldigung. Hallo. Hallo. Wir haben hier ein paar jüngere Rollercoaster-Fans. Na, wie sehr freut ihr euch? Sehr. Worauf freut sich denn am meisten? Das ist ja so ein Boomerang, ne? Ja. Jetzt wird es ja gleich richtig abgehen, ne? Freust dich auf die Geschwindigkeit, auf die Kurven? Erzähl mal. Auf die Geschwindigkeit freue ich mich, weil also ich mag das, ich fahre auch gerne Black Mamba. Und ja, auf die Kurven bin ich auch gespannt. Ja, sehr schön. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird bestimmt toll. Und wie sieht es bei dir aus? Worauf freust du dich am meisten? Aufs Rückwärtsfahren. Ja? Ja? Und auf die Geschwindigkeit. Und auf die Geschwindigkeit. Und hast du gar keinen Bammel oder so? Nö, nicht wirklich. Nö. Wie sieht es denn bei den Eltern aus? Hat man Bammel ein bisschen? Ach ja, geht so. Wir fahren auch Mamba zusammen, also ich denke, wir werden es überleben. Das auf jeden Fall. Und was sagt der Papa? Ich mache dann alles mit. Alles für die Damen hier, ne? Genau so ist es, ganz genau. Richtig. Aber ist ja nicht nur was für die jungen Fans, sondern auch was für uns, ne? Na, muss auch so sein, genau. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, ne? Danke. So, Hallöchen, hi, wer seid ihr denn? Na, wie sehr freut ihr euch jetzt auf Raik? Also sehr, weil auch wegen dem Rückwärtsfahren. Ja? Hast du da nicht so ein bisschen Angst? Nein, weil wir auch sehr auf den Freizeitpark fahren. Ja? Ja? Und wie sieht es bei euch aus? Also worauf freut ihr euch am meisten? Auf die Geschwindigkeit, auf die Kurven? Eigentlich auf rückwärts fahren, aber auch auf die Kurven und so. Ja? Ja? Auch gar keine Angst?
Eigentlich nicht. Ja, warum auch, ne? Und wie sieht's bei dir aus? Ja, komm, erzähl mal. Ja, ich finde, das sagt auch alles, ne? Dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß, ne? Genießt es, wird toll. So, darf ich hier auch einmal ganz kurz fragen, ne? Ist ja auch nicht nur was für die Jungen, ne? Ja. Freut man sich da auch so ein bisschen? Ja, freue ich mich. Und worauf denn am meisten? Auch auf die Rückwärtsfahrt. Ja? 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 Doch, ist bestimmt interessant. Ja. Auch gar keine Angst oder so? Dass das so ein bisschen aufgeregt schon, aber ich denke, ist schon okay. Ja, alles klar, dann wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Ja, wie man sieht, alle stehen schon in den Startlöchern. Es kann eigentlich gleich losgehen. So sieht's aus. Gleich geht es los. Sebastian, was sind die Besonderheiten bei Raik? Du hast gerade schon mal was angedeutet. Was sind die Besonderheiten? Ja, also wie gesagt, das Erste, ab 1 Meter Körpergröße fahrbar. Aber die andere Besonderheit ist erstmal die Art, wie die Bahn ist. Und zwar wird man dort mit einem klassischen Lift rückwärts raufgezogen. Also rückwärts tatsächlich? Rückwärts. Also nicht, wie man es kennt? Genau, man fährt den Lift nicht vorwärts rauf, sondern rückwärts. Und das Besondere dabei ist natürlich, man weiß nicht, wann ist er zu Ende. So, das heißt, die Spannung wird, also der Spannungsbogen wird jede Sekunde, je weiter man nach oben fährt, immer höher aufgebaut, weil man nie das Ende sieht, wann ist Schluss und wann geht es los. Und das ist praktisch der Einstieg in diese Bahn. Das Zweite ist, dass wir natürlich dann die Strecke einmal vorwärts durchfahren. Die Bahn hat natürlich auch Fahrelemente, dadurch, dass die Strecke kürzer ist, natürlich nicht so viele, aber Fahrelemente wie bei der großen, für die kleineren, dass sie auch ein wenig von Airtime, Schwerelosigkeit erleben können. Auch Kurven, sensationell ist, wenn es dann in den Canyon reingeht, wenn man da wirklich mit Highspeed in die Kurve reingezogen wird. So, und wenn man dann am Ende angekommen ist, wird die ganze Strecke nochmal rückwärts durchfahren. Und das ist eben die Besonderheit, das Vorwärts- und Rückwärtsfahren, was diese Bahn eben ausmacht. Weißt du, Sebastian, was das Gemeine ist? Daria fährt hier die ganzen Achterbahnen. Du bist ja auch schon gefahren, hast du mir erzählt. Und ihr haltet mir hier das Filetstück vor die Nase und ich darf noch nicht. Warten wir mal ab. Ich gebe mir Mühe. Die Sitzreihen sind ja auch ganz besonders bei der Achterbahnreihe. Ja, das ist auch hier bei der Bahn, gerade weil wir ja jüngere Gäste mitnehmen, war uns das auch wichtig, dass gerade wenn man im ersten Wagen sitzt, natürlich auch die kleinen Gäste was von der Fahrt mitkriegen. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel das Frontcar so konstruiert, dass die kleinen Gäste auch vorne drüber gucken können und sitzen wirklich live dabei in der ersten Reihe. Aber auch sonst sind die Sitze so konstruiert, dass gerade durch die Einzelsitze jeder, egal welche Körpergröße, bei den kleinen Kindern sicher gehalten wird. Und ja, das war auch ganz, ganz wichtig. Und Raik soll ja auch ordentlich abgehen. Wie sehr Raik abgeht, das zeigt jetzt meine Kollegin Daria. Denn die steht mit Tobi am Gleis und wartet schon sehnsüchtig darauf, dass es endlich losgeht. So sieht's aus, lieber Sebastian. Wir haben nämlich jetzt das Vergnügen, Raik zu testen. Die schnellste und längste, also der schnellste und längste Family-Bumerang der Welt. Ja. Ist aber nicht nur was für die Kleinen, oder? Nee, auf keinen Fall. Das wird eine super Achterbahn für die Familien werden. Da werden auch die Kleinen bei Spaß haben, aber auch die Großen. Ich freue mich auch. Ich bin schon aufgeregt. Oh ja, aufgeregt bin ich auch ein bisschen, aber sag mal, du kennst Raik ja auch ganz gut. Was genau erwartet uns jetzt hier gleich? Ja, wir werden jetzt gleich rückwärts hochgezogen, werden dann vorwärts runterfahren und durch die Station sausen und den kompletten Streckenverlauf einmal vorwärts durchfahren. Alles klar. Dann, wunderbar. Ja. Moment, dann wird das Ganze nochmal rückwärts durchfahren. Ach so, und dann geht das Ganze nochmal zurück. Ja, perfekt. Wir sagen genug mit der Theorie, es geht los. Los geht's. Du festhalten. Ne? Jetzt geht's los. Oh, alles klar. Oh, wieder Tier auf Dampf. Alter Schwede. Guck mal, wie die hier alle fließen, ey. Das ist so geisteskrank geil. Oh my God!
Super Fahrt, echt. Da braucht. Ah, sorry. Das ist kein Problem. Ich finde auch das Gang so schön geschmeidig in einem hoch runter. Und vor allem, wenn die dich von hinten nochmal fallen lassen, oder? Ja, genau. Also da brauchst du dich Taron auf keinen Fall vor verstecken. Du meinst Raik? Nee. Nee, Taron. Nee. Wir sind auf Raik. Ich meine, Raik brauchst du dich vor Taron nicht verstecken. Das ist vollkommen richtig. Genau. Ich würde sagen, wir lassen mal wieder sacken. Na, Sebastian, neidisch? Ja, liebe Daria, so langsam will ich auch mal fahren, aber ich komme noch dran, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben die Bilder gerade gesehen. Harmlos ist Raik nicht. Nein. Ich meine, wir wollen natürlich auch, dass die Kleinen auch ihren großen Spaß haben. Und das war ja auch das Ziel, dass auch dort es ist einem nicht eine 0815 Kinderachterbahn wird, sondern sie soll natürlich auch etwas intensiver sein. Die Kleinen haben auch höhere Ansprüche mittlerweile. Ja, und so nach den Reaktionen zu sehen, haben wir das auch erreicht. Diesen Ansprüchen werdet ihr hier ja auch gerecht. Das ist nicht nur was für die Kleinen, sondern auch was für die Jüngeren, sage ich jetzt mal. Für Teenager, für 10- bis 12-Jährige, also auch für die jüngeren Rollercoaster-Fans. Das ist richtig, ne? Absolut. Wir schlagen praktisch mit dieser Bahn auch eine Brücke. Das zum einen für die Kleinen, aber natürlich auch, da werden auch die Eltern ihren Spaß drauf haben. Das glaube ich auch, da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast gerade die Reaktionen von Daria und Tobi gesehen. Wie sehr geht dir da auch das Herz auf und warum? Ja, das ist eigentlich genau die Reaktion, die man fiebert dem Ganzen entgegen. Man weiß halt nicht, wie die Leute wirklich reagieren. So, wenn man jetzt die Reaktionen sieht, man hat sich das immer gewünscht. Und ich sag mal, jetzt wird wirklich der Wunsch, der geht in Erfüllung. Und genau diese Reaktion wollten wir heute alle sehen. Wunderbar. Wie sehr hat dir der Premierentag bisher gefallen? Ja, ich muss sagen, das Wetter ist super. Wir haben begeisterte Premierengäste. Also es ist wirklich ein Traum. Es ist ein Traum. Und ein Traum ist tatsächlich diese Eröffnung hier heute von Klugheim. Wir zeigen jetzt einmal die schönsten Bilder davon. Welt auf einmal irgendwie. Also ist schon toll. Also der erste Eindruck, wenn man hier reingeführt wurde, ist einfach unbeschreiblich, überwältigend. In einem Freizeitpark in Deutschland, der erste Eindruck habe ich so noch nie erlebt. Hi, na? Das wird mega heute. Ich freue mich tierisch da drauf. Ah! Oh, ja. Was will man eigentlich noch mehr sagen? Genau. Ne? Aber hast du etwas, worauf du dich am meisten freust? Die Kulisse ist doch der Hammer. Also sowas Geiles habe ich lange nicht mehr gesehen. Boah. Ja? Und ja. Auf die Fahrt jetzt gleich? Was glaubst du, was erwartest nervös. Du denn? Ah, Energie, Action. Spaß. Okay, halt dich fest und wie am Ende machen wir gleich hoch, ne? Ende hoch. Ja, da hat die Kollegin ordentlich Spaß. Ihr konntet uns ja heute über Facebook, Twitter und Instagram Fragen stellen zu Klugheim. Und einige Fragen haben wir jetzt mal hier rausgesucht. Sebastian, du wirst uns die hoffentlich beantworten können. Die erste Frage, die gekommen ist von Tobi. Gibt es eigentlich jetzt einen offiziellen Soundtrack von Klugheim, den man im Park vielleicht auch erwerben kann, nicht nur hören kann? Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt nicht nur einen Soundtrack, sondern für die ganze Themenwelt sind für die einzelnen Bereiche verschiedene Soundtracks produziert worden, sind auch eigens wieder für uns produziert worden und ja, diese Tracks wird es auch hier im Park zu kaufen geben. Also kann man die tatsächlich mit nach Hause nehmen und dann hat man zu Hause mit nach Hause nehmen. Genau. Fehlt nur noch die Achterbahn. Ja. Die bleibt schön hier. Die bleibt schön hier. Hier nochmal eine andere Frage, wird es ein Gepäcksystem geben? Ja, gerade bei Taron, dadurch, dass wir in der Bahn abhebende Kräfte haben, ist grundsätzlich das Mitnehmen von losen Gegenständen
auch Kameras, Handys, GoPros. Ich weiß, das ist immer eine Frage, die kommt, Mensch, können wir das nicht filmen? Nein, wir haben hier abhebende Kräfte. Hier laufen auch Leute durch den Bereich. Das ist definitiv nicht gestattet. Und wir haben natürlich auch hier ein Gepäcksystem entwickelt, wo wir, oder was auch so funktionieren wird, dass wir hier auch möglichst eine hohe Kapazität haben und wo die Leute sicher ihr Gepäck abgeben können und nachher dann auch wieder sicher rausnehmen können. Also es wird keine wilde Ablage geben, sondern wir haben dort auch ein System entwickelt. Erklär das System mal kurz. Ich habe schon mal gesehen, von der einen Seite legt man was rein in diesen Schrank, in dieses System, und von der anderen kann man es rausnehmen. Ne? So ist das. Ganz genau. Das ist also, es kommt darauf an, auch mit wie vielen Zügen wir fahren. Aber grundsätzlich, wenn wir hier mit 4 Zügen fahren, dann beim Einstieg wird man die Tasche abgeben. Und beim Ausstieg wird man die Tasche auf der anderen Seite nachher wieder zurückbekommen. Die GoPro darf man nicht mitnehmen, das ist der kleine Hinweis, aber ein guter Tipp von uns. Ihr habt ja auch ganz tolle Videos aus der Ich-Perspektive auch auf eurer Homepage. Ganz genau. Ganz genau, also keiner muss da traurig sein. Andere Frage von Michi. Was war das Schwierigste bei dem Bau der neuen Themenwelt? Ja, da kann ich nur sagen, es ist eigentlich unser Platz, der begrenzte Raum auf dem Baufeld, was wir gemacht haben, dadurch, dass wir halt eben nicht sich Zugänge hatten, sondern wir hatten nur einen Zugang zu der Baustelle. Und das Schwierigste ist einfach die ganze Logistik, die dahinter steckt, sich von hinten nach vorne durchzuarbeiten. Und da ist immer ganz wichtig, wenn der Baukran einmal weg ist, dann komme ich an die Stelle auch später nicht mehr dran. So, und deswegen war es immer wirklich das Allerschwierigste, das so zu koordinieren, dass die richtigen Teile am richtigen Ort, an den verschiedenen Stellen parat stehen. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen, rund 2 Jahre Bauzeit. Trotzdem hier nochmal die Frage von Zorro. Wann haben die Planungen für das Projekt Klugheim begonnen? Wann ging es da richtig los? Also es war eigentlich, sind es jetzt von der Planungszeit fast 4 Jahre, wo praktisch die ersten Ideen, die ersten Gedanken zu dem ganzen Themenwelt entstanden sind. Und wo wir dann auch angefangen haben, dann zu überlegen, so, was brauchen wir alles, was müssen wir. Wir haben uns im Vorfeld eigentlich alles überlegt. Angefangen von den Fahrelementen, bis hin zum Zug, wie muss ein Zug aussehen, der uns gefällt, wo man auch dort, weil, wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr viele Sachen gefahren und auch man merkt, es gibt völlig unterschiedliche Züge und es ist auch nicht jeder Zug bequem und wir wollten halt da das Optimum rausholen und daher haben wir hier auch unseren Zug entwickelt. Hier nochmal eine Frage, die auch öfters gestellt wurde. Gibt es Begrenzungen bei der Körpergröße? Ja, die gibt es, da haben wir schon mal gesprochen, aber vielleicht sagen wir es nochmal, antworten wir nochmal darauf. Ja, da haben wir einmal bei der Attraktion Raik, also bei unserer Bahn auch für unsere jüngeren Gäste, die ist ab 1 Meter fahrbar und zwischen 1 Meter und 1,20 Meter muss Mama und Papa mit. Also da müssen die Kinder begleitet werden. Ab 1,20 Meter können die Kinder alleine fahren. Aber hier gibt es alles so, für Jung und Alt, das ist eigentlich. Genau, und bei Tarhorn ist es so, da ist 1,30 Meter die Startgröße und ab 1,40 Meter dürfen dann die Kinder auch alleine fahren. Wunderbar. Noch eine Frage ganz schnell, dann machen wir auch weiter. Florian fragt hier, wer kam eigentlich auf die Idee, das Dorf Klugheim zu nennen? Wo der Name kommt, wissen wir ja. Wer kam da auf die Idee? Der Chef des Parks, oder? Ja, also unser Designer, der natürlich hier die ganze, das Design für die ganze Welt erstellt hat. Ich weiß nicht, in welcher Minute ihm diese Idee gekommen ist, aber es ist seine Idee gewesen. Sebastian, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet, was du so erzählt hast. Alles spannend, auch für mich gerade, auch für unsere Zuschauer, denke ich, zu Hause. Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen, das ist doch eigentlich ein Traumjob, den du hier hast, oder? Es ist ein Traumjob, weil du kannst doch letztendlich Achterbahn so fahren, so viel du willst, oder? Ja, also wenn ich frei habe, natürlich. Und ich werde hier mit Sicherheit jetzt auch gleich noch meine Ründchen drehen und auch meinen Spaß haben. Wünsche ich dir viel Spaß. Herzlichen Dankeschön. Dank. Jetzt schalten wir noch einmal zu Daria. Sie hat die ersten Reaktionen nach der Raikfahrt. Richtig, die Gäste haben gerade ihre allererste Raikfahrt erlebt. Und ich bin total gespannt, wie es ihnen gefallen hat. Hallo. Na, wie war's? Gut. Gut? Ja. Was hat dir am besten gefallen? Das, wo man rückwärts fährt. Ja? Also hast du richtig genossen? War das schön? Ja. Wie so fliegen oder wie war das? Ja. Ja? Jetzt fährst du noch mal? Ja, dann macht das auf jeden Fall. Sehr schön. Wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut. Also ich fand auch besonders das Rückwärtselement sehr gut. Und die ganzen Effekte dazu noch sehr gut. Ja? Und das Rückwärtsfahren hat dir am besten gefallen? Und wie fandst du halt so die ganzen Kurven, die man das so... Das fand ich sehr gut. Ja? Hat dir gefallen? Machst du noch mal mit? Ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Mach das. Und wie hat es dir so gefallen? So, aber das ist ja nicht nur was für die Jüngeren, oder? Sensationell. Ja, ich bin ja noch relativ jung. Leute, das wollte ich doch gar nicht sagen. Leute, kommt alle her. Das ist super. Wirklich. Klasse. Sehr
sehr schön. Das klingt doch hervorragend, ja. Oder? Ja, schön. Ja. Viel Spaß auf jeden Fall. Hallöchen, hallo Olaf, hallo na? Ladies. Na? Na? Meine erste Frage geht natürlich an dich. Wie hat es dir denn gefallen? Also ich fand es sehr gut. Also sehr, sehr geil. Ja? Ja. Was hat dir denn am besten gefallen? War es so dieses Rückwärtsfahren? Ja, also der Abschuss, also als es losging, dann nach vorne, das war auch geil. Ja? Ja. Fährst du nochmal auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, wunderbar. Und Olaf, jetzt mal nur so von uns beiden so, wie hat es dir gefallen? Ja, das ist genau mein Ding. Das ist super, man könnte das ruhig 10-mal hin und her machen. Also das ist genau mein Ding. Also würde ich am liebsten jetzt nochmal machen. Machen wir auch gleich. Aber erstmal was essen. Das ist eine Bahn, da kannst du etwas essen und trotzdem drauf gehen. Das ist genau mein Ding. Perfekt, ja, dann iss mal was und mach das doch direkt. Ja, mach ich. Sehr schön. Und wie hat es dir so gefallen? Ja, super. Echt cool. Auf jeden Fall. Das war cool mit dem Vorwärts, Rückwärts ist mal was anderes als immer nur geradeaus, ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Genau. Kann man ruhig mal machen, ne? Ja, auf jeden Fall, kann man mal machen, ja. Kann man mal machen. Ist nicht nur was für die Jüngeren und wie hat es dir gefallen? Erzähl mal. Also ich fand es auch richtig gut, ich fand das Rückwärtsfahren auch richtig cool, aber ich fand, es hat manchmal hier so ein bisschen an den Bein gedrückt am Anfang, aber wenn man ganz vorne sitzt, ist das ja nicht, das finde ich am coolsten. Ja, sehr schön, ja wunderbar. Das freut mich doch zu hören, Raik ist wunderbar angekommen und damit gebe ich zurück zu Sebastian. Jetzt ist Michael Joost bei uns. Michael, hallo, herzlich willkommen. Hallo Sebastian. Du bist Gartendesigner, das ist richtig? Ja. Wunderbar. Dazu kommen wir gleich dann noch mehr. Wir sprechen noch miteinander. Erst einmal zeigen wir, welche besonderen Pflanzen es hier in Klugheim gibt. In Klugheim nähert sich die perfekte Inszenierung von Technik und Gestaltung dem Höhepunkt. Rot- und schwarzblättrige Pflanzen wachsen aus dem Lavagestein, um schon bald den gesamten Boden vollständig zu bedecken. Eine sonderbare Schönheit. Schwarzes Gras aus dem fernen Japan. Gartendesigner Michael Joost haucht dem riesigen Areal der neuen Themenwelt dunkles Leben ein. Es gab zwei ganz wichtige Faktoren, oder eigentlich drei Faktoren, die für die Auswahl dieses Grases hier entscheidend waren. Erstens die Blattfarbe. Es sollte rot- oder schwarzblättrig sein. Dann sollte es auch im Winter attraktiv aussehen, es sollte im Winter seine Form behalten und seine Farbe behalten. Und es muss sowohl in der Sonne als auch im Schatten gedeihen. Und alles das trifft zu auf den schwarzblättrigen Schlangenbart Ophiopogon. Und deshalb haben wir diese Pflanze hier mit ungefähr 20.000 Exemplaren in die Landschaft gepflanzt. Obwohl dieses Gras die kleinste Pflanze ist, spielt sie doch eigentlich die größte Rolle in Klugheim, weil sie eben in Massen gepflanzt ist, weil sie im gesamten Themenbereich zu finden ist und weil sie mit den Schienen von Taron in Verbindung steht, farblich und von der Oberflächenstruktur. Und das ist unsere Grundbepflanzung und Leitbepflanzung. Ja, wir haben nicht nur schwarz- und rotblättrige Gräser ausgewählt, sondern auch Sträucher. Und da können wir jetzt mal hingehen. Wir haben zum Beispiel die rotblättrige Lambertsnuss, Corylus maxima purpurea. Da gehen wir jetzt mal hin. Neben 20.000 Gräsern ist die neue Flora auch Heimat für etwa 200 Bäume und Sträucher. Die Herausforderungen: das Zusammenspiel aller Pflanzen zwischen Technik und Thematisierung. Das hier ist eine rotblättrige Lambertsnuss. Das ist ein Strauch, der wird ungefähr 5 Meter, 6 Meter hoch am Ende. Ganz wichtig ist es bei dem Schienenverlauf der Achterbahn hier, dass wir darauf achten, dass die Pflanze nicht in das Lichtraumprofil reinwächst. Das ist natürlich ganz wichtig. An manchen Stellen kann man es nicht ganz verhindern. Da werden wir dann in ein paar Jahren anfangen, so ein paar Zweige wegzunehmen. Da müssen wir es machen wegen der Gestaltung. Aber in der Regel passen wir auf, dass es weit genug von den Schienen entfernt ist. Jetzt haben wir zwei größerwüchsige Pflanzen. Das ist einmal die Lambertsnuss und dann haben wir auch den neuseeländischen Flachs, den rotblättrigen. Der neuseeländische Flachs verlangt unbedingt Sonne, so viel wie geht. Wir geben den Pflanzen so viel Sonne, wie wir haben. Das ist nicht überall gegeben. Und dann müssen wir darauf achten, dass jetzt zum Beispiel der neuseeländische Flachs nicht im Schatten der Lambertsnuss steht. Deshalb kommt er immer auf die Sonnenseite, die Lambertsnuss in den Hintergrund, in die Schattenseite. Ob großwüchsige Pflanzen oder das dichte Gras des Schlangenbarts, einer Sache ist sich Michael Joost jetzt schon sicher. Die außergewöhnliche Flora und die Harmonie mit der technischen Umgebung wird nicht nur Gartenfreunde zum Staunen bringen.
Deine beeindruckende Botanik. Michael, ihr habt ja hier schwarzes Gras. Mal ganz ehrlich, hast du das Gras zu wenig gegossen oder warum ist das schwarz? Nee, es hat ja genug geregnet die letzte Zeit. Super. Das ist von Natur aus so schwarz. Natur aus so schwarz? Wir haben es ja hier stehen, das ist wirklich beeindruckend. Beschreib doch nochmal, interessiert ja auch mit Sicherheit unsere Zuschauer, warum ist das Gras schwarz? Ja, das ist eine Mutation. Das ist, normalerweise ist das Gras grün, es ist eigentlich gar kein Gras, genau genommen, aber verrat das nicht. Es ist ein Schlangenbart. Das ist eigentlich ein Spargelgewächs, aber es sieht aus wie Gras und wir behandeln es wie Gras und setzen es ein wie Gras. Von Natur aus ist es grün und einer unter Millionen hat dann irgendwann mal gedacht, ach, ich mache mal roten Farbstoff dazu. Und grün und rot zusammen ergibt schwarz. Deshalb sieht dieses Gras immer schwarz aus. Im Sommer wie im Winter, im Schatten wie in der Sonne. Also ihr könnt sogar Pflanzen genetisch verändern. Pflanzen verändern sich genetisch immer. Meistens merkt man es gar nicht. Hat Mutationen. Manchmal kommt auf einmal kommt was ganz anderes raus. Hat weiße Streifen oder Tupfen oder sonst irgendwas. Und hier schwarz. Und hier ist es schwarz. Sozusagen. Ihr habt ja nicht nur schwarzes Gras, und da haben wir jetzt auch mal ein paar Bilder vorbereitet, wie man sieht, sondern ihr habt auch schwarze Bäume. Ja, also wir haben schwarze Buchen, Blutbuchen. Sie sind dunkelrot bis schwarz. Und wir haben schwarze Ahorn. Passt alles zusammen. Wir haben auch nicht nur diese Bäume, sondern wir haben auch neuseeländischen Flachs. Der wird relativ selten eingesetzt. Der ist auch rötlich bis bräunlich schwarz. Also alles in diesen Farbtönen, rot bis schwarz. Also wirklich beeindruckend. Vielen Dank, Michael. Der Mann mit dem grünen Daumen oder den schwarzen Daumen. So kann man sagen. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke auch. Heute sind auch viele Promis hier. Welche und wie denen alles gefällt hier, das zeigt jetzt meine Kollegin Daria. Ja, ich habe viel drüber gelesen. Wenn man hier in den Park reinkommt, ist das immer so ein Kribbeln, was man dann auch als kleiner Junge verspürt hat. Und von daher schon ein bisschen nervös, was nachher auf uns zukommt. Also ich bin sehr nervös. Ich bin so nervös, dass ich gar nicht mitfahre, sondern meine Mäuse. Ich hab Angst. Ich habe echt Angst. Nein, ich fahre mit. Ich fahre einmal mit. Ne? Aber dann wirklich einmal und dann muss das gewesen sein. Ich bin aber fertig. Das ist schlimmer für mich als ein Auftritt. Ich bin schon leicht nervös, weil ich auch als Kind schon noch ein bisschen Angst hatte vor den Achterbahnen. Und ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dass ich heute hier drauf gehen werde. Aber ich freue mich riesig drauf und ich habe zum Glück Hilfe dabei. Das Ding ist eine Sensation. Ich bin sowas noch nie gefahren und ich bin echt ein Junkie, Adrenalin-Junkie. Aber das habe ich noch nie erlebt. Das ist der Hammer. Ich habe versucht loszulassen, es klappt nicht. Ich habe nur geschrien die ganze Zeit. Ah! Ja, war voll geil. Also ich muss sagen, das ist Einer der Achterbahnen, wo man mittendrin noch mal richtig krass beschleunigt. Aber damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe auch das erste Mal richtig in der Front Row gesessen. War absolut spitzenmäßig. Überrang, oder? Das Geilste, was man erleben kann, gerade da ist zwischen die zweite Beschleunigung, ist überragend. Wow. Super. Ich will noch mal fahren. Ja. Wow, alle sind begeistert, wunderbar. Klugheim kann aber übrigens auch kulinarisch. Und was es hier Leckeres gibt, das zeigen wir jetzt. Wir sind hier aktuell in der Rhythmus Taverne. Das ist unser neues Themenrestaurant im Bereich Klugheim. Wir haben auch hier aufgegriffen das Thema des Bereichs und werden hier dann auch Speisen servieren, die für einen Freizeitpark eher unüblich sind. Die Küche ist zünftig, ehrlich und rustikal. Und wie das ausschaut, das gucken wir uns jetzt einmal an. So, hier haben wir einen schwäbischen Kartoffelsalat. Wir haben uns da früher Hausfrauen aus der Region gesucht, die das beherrschen. Das ist ein Thema, das kriegen die Köche nicht zwingend hin. Wir haben uns orientiert daran, wie es bei Muttern geschmeckt hat. Und logischerweise gibt es das beste Gericht auch dort bei der Hausfrau und Mutter. Und in dieser Anlehnung haben wir die Rezepturen dann auch aufgebaut. So, hier haben wir Bratkartoffeln. Bratkartoffeln ist eine Kunst für sich, auch bei Köchen. Eine gute Bratkartoffel muss kross gebraten sein, ist braun. Und wie der Name schon sagt, es sollte wirklich gebraten sein und richtig schön gewürzt mit Pfeffer, Salz und entsprechendem guten Speck. Passend zum Kalbschnitzel. So, und dazu Kalbschnitzel, ausreichend auch für zwei Gäste, paniert und gebacken
gebackenen guten Butterschmalz in Weizenpanade. So, dann kommen wir zu unserem nächsten Produkt. Wir haben uns für Käsespätzle, besser gesagt für Käseklöpfle entschieden. Das macht heutzutage auch keiner mehr in der Art und Weise. Wir servieren auch hier in der rustikalen Pfanne. Das Gericht wird gemacht mit gutem Butterschmalz, mit leichten Knoblauchnote, Zwiebeln und Eierknöpfle aus dem guten Schwabenland. So, das sieht sehr gut aus, wird mit Käse gratiniert. Und da ich auf das nächste Gericht auch schon gespannt bin, würde ich sagen, wir machen auch gleich weiter. Kommt als nächstes unser Kaiserschmarrn. Hier, bitteschön, vielen Dank. So, hier ist immer der Kaiserschmarrn. Oh. Bitteschön. Eine Riesenportion. Das wäre jetzt der Kaiserschmarrn wieder für mindestens zwei Personen anzuraten. Wer schafft, kann es auch alleine versuchen. Der Kaiserschmarrn hier ist ein luftiger Eierteig, der entsprechend gezupft wird. Wir servieren ihn mit hausgemachtem Kompott. Einmal mit Mango, mit eingetoberten Pflaumen- und Zwetschgenkompott und mit entsprechenden Aprikosen. So, klassische Beilage dazu immer Staubzucker, damit es auch schön süß ist. Ich muss sagen, guten Appetit, ich schaffe die Portion nicht. So, ich würde sagen, jetzt machen wir weiter und jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommen wir zu unserer Vesperplatte. Das ist die Vesperplatte für naja, zwei bis drei Personen. Wir haben auch größere Bretter im Angebot. Auf der Vesperplatte drauf sind auch da qualitative Produkte. Die größte Herausforderung für uns war es, die Produkte in der Qualität zu bekommen, die wir uns vorgestellt haben, dass sie schmackhaft sind und entsprechend rüberkommen. Ob uns das gelungen ist und wie es schmeckt, können Sie selbst probieren. Herzlich willkommen und guten Appetit. Und ich habe jetzt einen echten Feinschmecker neben mir, Comedian ja. Guido Kanz und seine Frau Kerstin. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ja, wir probieren noch einfach mal, würde ich sagen, oder? Ja, sieht sehr österreichisch aus. Ist egal, welche Reihenfolge? Ist eigentlich egal, oder? Manchmal isst man auch den Nachtisch zuerst, aber ich mach's auch mit den Händen jetzt. Oh. Ich nehme den Kaiserschmarrn. Also Kartoffelsalat ist super. Was ist denn das? Krautwickel wahrscheinlich. Ja, Krautwickel, ja. Ich gehe mal hier Richtung Süß. Ja, gut. Das ist super. Wir dürfen auch ausnahmsweise mal mit vollem Mund sprechen. 100%. Wie wichtig ist euch auch Essen in, ja, im Phantasialand? Das gehört ja dazu. Also ich meine, man muss ja, wenn man den ganzen Tag hier ist, auch was Leckeres essen. Das Schöne ist, hier kann man ja vernünftige Sachen essen. Es gibt keinen Schrott. Entschuldigung. Und das Wiener Schnitzel ist amtlich, ne? Sieht auf jeden Fall sehr aus. Ich würde es gerne mal probieren, ehrlich gesagt, aber das ist schwer. Hau rein. Ja. Rein. Wunderbar. Ja. Die kriegen wir schon irgendwie durch. Warte, man muss das so. Was hast du so am liebsten? Also hier gibt es ja auch asiatisch und hier. Also ich bin hier schon gut postiert. Mhm. Österreichische Küche ist toll. Aber man muss natürlich wichtig im Phantasialand immer eine Waffel. Also in Berlin, Alt-Berlin, ohne Waffel kann man nicht diesen Park verlassen. Das ist Eis. Und Eis. Wir essen immer ein Eis eigentlich. Kerstin, du als Frau, mal ganz ehrlich. Bitte. Ist er verwöhnt beim Essen? Nein, er ist eigentlich alles. Er ist eigentlich alles, das ist, ja, gut. Ja. Das ist gut. Wenn ihr selbst zu Hause aber kocht. Anspruchsvoll. Anspruchsvoll ist gut. Und wenn ihr aber selbst zu Hause mal kocht, was gibt es dann so oder geht ihr meist raus? Nee, wir kochen sehr gerne zusammen. Wir essen eigentlich alles, aber Fisch machen wir gerne. Leckeres Steak am Grill, ist klar. Viel Salat, viel Gemüse. Wir versuchen eigentlich gesund zu kochen. Gesund und frisch. Gesund und frisch, das ist immer wichtig. Das schmeckt alles ganz, ganz toll. Jetzt sind wir auch gerade beim Kaiserschmarrn hier, also wirklich köstlich. Kann man nur allen sagen, probieren. Sehr lecker. Sehr lecker. Die Kollegen haben gerade schon zu mir gesagt, mein Gott, wir sind richtig neidisch. Hier hat es riesige Pfanne. Die müssen wir auch aufkriegen, Guido, oder? Also, das war klar. Vor, ne? Ja? Danach dürfen wir aber dann nicht mehr Achterbahn fahren. Hm? Schwierig. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Aber wir essen noch ein bisschen. Wir essen hier noch ein bisschen. Wir haben ja auch genug Zeit. Ja. Und wir schauen jetzt mal, wie es unseren Gästen schmeckt. Denn das weiß Daria. Ja, also hier auf dem Dorfplatz wird schon ausgiebig geschlemmt. Schauen wir mal, was es hier so Leckeres gibt. Komm mit, komm mit. Oh, hier lecker Wurstsalat. Hm, was haben Sie denn hier Leckeres? Wurstsalat. Haben Sie schon? Wurstsalat. Wurstsalat, lecker. Oh, gehen wir erstmal weiter. Komm mit. Hallöchen, die Damen. Na, was gibt's bei euch so Leckeres? Schinkenbrot. Ein Schinkenbrot. Und bei dir? Hier gibt's ein Käsebrot. Ein Käsebrot. Mal schön rustikal. Wie schmeckt's euch denn? Erzählt mal. Sehr gut. Sehr gut? Ja. Sehr lecker.
Passt das auch so ein bisschen hier zu dem ganzen Ambiente? So ein bisschen, erzählt doch mal, wie sehr gefällt euch das so in dieser Thematik? Ja, nach der wilden Fahrt, die wir eben gemacht haben, auf jeden Fall optimal. Ja. Also eine kleine Stärkung, ne? Ja, wir haben auch damit gerechnet, dass es sowas, wir haben gehofft, dass es hier sowas zu essen gibt. Ja. Hervorragend, dann lasst es euch schmecken, ne? Ich guck mal weiter, was man hier noch so aufgetischt hat. Oh, gehen wir mal hier lang. Oh, hier ist nochmal der Wurstsalat. Hallöchen, hallo, na Linda, wie ist es? Oh, schmeckt aber bestimmt lecker, oder? Ja, also den habe ich schon mal probiert, der schmeckt auf jeden Fall. Ich liebe Fleischwurst auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja, ist gut. Ja, das ist schon mal gut. Ah, ein Würstchen? Ja, mein Papa mag nicht so gern Würstchen, ne? Nein? Ja. Oh, schön. Ich sage, besser als Frau magst du mit dem Hand. Ach so. Ach, so sind wir doch hier heute nicht. Das hier Holz und alles, das ist alles hier ein bisschen... Ja, genau. Ja, aber schmeckt dir gut, ja? Ja. Und so nach der Fahrt, da braucht man auch mal eine Stärkung, ne? Naja, ja. Ich hätte noch ein bisschen länger vielleicht gewartet, aber es ist gut. Ja. Hauptsache, es schmeckt euch, ja, ne? Ja, es schmeckt. Alles klar. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Das haben wir Brot mit Käse. Das ist ein Brot mit Käse? Ja, das sieht doch lecker aus. Oh, ja, Mann, lecker. Ich habe auch Hunger. Auch? Ja, ich habe auch Hunger. Willst du auch? Komm. Jawohl. Ja? Lecker. Ja, dann lasse ich euch in Ruhe essen. Okay. Ja, dann danke. Weiter geht's. Hallöchen. Na, was gibt's denn hier Leckeres? Marshmallow mit Crepe. Andersrum. Naja, das ist lecker. Ja. Marshmallow? Oh, erzähl mal, das schmeckt doch bestimmt gut, oder? Ja, total. Ich habe das noch nie gegessen, aber Marshmallow mit Crepe, das ist so eine gute Kombination. Ich weiß noch nicht, wie die drauf kommen. Oh, lecker Marshmallow mit Crepe. Und was isst du da Leckeres? Ich esse Crepe mit Lachs. Und diese Kombination habe ich noch nie ausprobiert, aber die schmeckt sehr lecker. Schmeckt sehr lecker. Ein bisschen was rustikaler, sehr schön. Und was gibt's hier hinten? Yvonne, komm, wir gehen mal rum. Wir gehen mal rum. Yvonne, was gibt's bei dir Leckeres? Marshmallow im Crepe. Vorher hatte ich Lachs im Crepe. Vorher hatte ich Nutella im Crepe. Oh, ich bin neidisch. Ich will auch. Oh, lecker. Oh, nein. Nee, ich warte noch einen Moment. Und was haben wir hier? Oh, Schoki. Lecker. Muss sein, ja. Schoki muss auch sein, ne? Ja, logisch. Bist du ein Schokohase? Ja, absolut. Sieht man es nicht? Ja, sehr schön. Dann lasst es euch schmecken. Wir ziehen weiter. Oh, ich hab auch langsam richtig Hunger. Oh, was gibt's denn hier Leckeres? Was ist das denn hier? Das ist grauer Saft mit Apfel. Voll lecker. Oh, lecker. Hat meine Mama gemacht, ja? Ja, hat die Mama gemacht? Ja. Oh, das werde ich gleich probieren. Das werde ich auf jeden Fall gleich probieren. Oh, hier ist nochmal der Wurstsalat. Och, Hallöchen, da seid ihr ja schon wieder. Was isst du denn da Leckeres? Ein Brot mit Käse überbacken, schätze ich mal, ja. Aber Hauptsache es schmeckt, oder? Ja, schmeckt super. Ja? Und Olaf, was gibt's bei dir? Bei mir gibt's ein Schinkenbrot, ich hatte vorher aber auch schon, wie heißt das denn nochmal? Flammkuchen hatte ich vorher schon. Du lässt es dir schmecken. Und dann habe ich noch einen Wurstsalat und noch ein Schinkenbrot. Das wird nicht das letzte sein. Und, ne? Ja. Es schmeckt gut. sonst würde ich hier nicht essen. Ne? Ja, dann lasst es euch weiterhin schmecken und mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Komm mit, ich will was essen. Komm mit. Sebastian, ich gebe ab zu dir, aber ich werde jetzt erstmal was essen. Hallo, dürfte ich einen Flammkuchen haben? Dankeschön. Oh. Guten Appetit, liebe Daria. Aber die Platten, die wir ja gerade stehen hatten, so viel hat sie gar nicht. Jetzt gleich plaudern wir im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nähkästchen. Vorher zeigen wir aber mal, wie die Bekleidung hier im Phantasialand entstanden ist. Ja, mein Name ist Marlies Kniese. Ich bin hier seit 16 Jahren zuständig für die Mitarbeiterbekleidung und bin jetzt gerade dabei, so die letzten Accessoires für Klugheim fertigzustellen. Diese Bekleidung für den Themenbereich Klugheim lebt also wirklich von den Accessoires. Wir haben sehr, sehr einfache Schnitte genommen und diese Unterschiedlichkeit der Accessoires bringt dann auch die Wirkung der Bekleidung. Es ist also so, dass wir da auch verschiedene Materialien einsetzen und darauf bedacht sind, dass es möglichst unterschiedlich ist und dass praktisch dieses Handwerkliche auch hervorgehoben wird. Das sieht man daran, dass man sich ja also wirklich mal die Arbeit machen musste und per Hand quasi die Kanten einzufassen oder dergleichen. Ich nehme an, dass, wenn man mal die ganze Geschichte sieht, dann auch sieht, wie viele Teile in so einer Bekleidung enthalten sind, wie sich die ganzen Sachen dann so quasi aufbauen und was letztendlich auch zusammen mit den Lederaccessoires dann dabei rauskommt. Und das können wir uns gleich vielleicht mal vor Ort ansehen.
So, wir sind jetzt hier in Klugheim in einem sehr, sehr rustikalen Ambiente und versuchen natürlich auch, den ganzen Charakter dieses Dorfes in der Bekleidung ein bisschen widerspiegeln zu lassen. Das sieht dann so aus, dass wir dann auch etwas rustikaler geworden sind als in anderen Bereichen und dementsprechend auch mit den Accessoires, von denen wir gesprochen haben, die ganze Sache so ein bisschen, den ganzen Baukasten ein bisschen aufpeppen. Ja, das wäre ja dann schon mal soweit okay. Wenn es Ihnen zu warm ist, dürfen Sie auch gerne die Ärmel krempeln. Das ist, glaube ich, jetzt im Moment bei den Temperaturen ganz angebracht. So. Ja, sonst geht's, fühlen Sie sich zurecht, haben Sie genug Bewegungsfreiheit, alles wunderbar. Hallo, Frau Deneffe. Hallo. Alles gut. Den könnten Sie vielleicht noch ein klein wenig enger zurren, ne? Aber sonst ist das okay. Und den Kragen, was Sie auch machen können, den können Sie auch so ein bisschen diagonal tragen, wie es Ihnen am angenehmsten ist. Ist an für sich soweit, soweit egal, so wie es Ihnen am besten gefällt. Das ist auch die Sache, die wir jetzt zum ersten Mal hier in der Mitarbeiterbekleidung haben, in diesem Themenbereich, dass wir durch die Vielfalt auch weitestgehend auf die Mitarbeiter eingehen können. Man kann also mal sagen, oh ja, die Farbe ist vielleicht nicht so ideal für Sie, wir nehmen jetzt mal eine andere Farbe. Oder fragen auch die Kollegen, wie wird Ihnen das gefallen oder worin fühlen Sie sich am besten? Das konnten wir bisher nicht, weil das doch alles etwas uniformierter war. Und hier wird es also ziemlich weit getrieben in der Weise. Ja, da wollten wir mal gucken, ob das passt. Das ist vorne, mal extra reingeschrieben. Einmal kopfüber. Oh. Ja, und da sieht man schon, dass das Ganze jetzt schon ein bisschen wilder und wieder ein bisschen ein Stück weit rustikaler ist. Ja, okay, alles klar. Gut. Ja, prima. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch krempeln, wenn die Temperaturen es zulassen, ganz egal. Das können wir wieder abnehmen. Das ist ja jetzt im Moment. Machen Sie selber. Gut. Prima. Ja, alles klar. Ja, dementsprechend sieht es dann auch so aus, dass die Kleidung ja auch das ganze Jahr über getragen wird. Wir sind sonst immer davon ausgegangen, dass man bei kälteren Jahreszeiten irgendwas drunter zieht. Und heute machen wir den Zwiebellook und ziehen immer nur noch drüber. Und dieses Darüber und die Vielfalt des Darübers bringt dann auch wieder ein zusätzliches Gestaltungsmoment. Und so kommt es dann, dass praktisch das so eine Version wäre für, sag mal, mittlere Temperaturen. Wenn der Herbst jetzt käme, käme ein Teil drüber. Es gäbe dann nochmal die Möglichkeit, im Winter das Ganze mit einem Rollkragen aufzupeppen. Über den Rollkragen dann nochmal einen Kragen und nochmal einen Mantel. Und dann wirkt das Ganze relativ üppig und auch sehr, sehr rustikal. Ich glaube, dass es schon sehr einzigartig ist, mit wie viel Aufwand die Mitarbeiter hier im Phantasialand eingekleidet werden. Und ich kann mir an für sich nicht vorstellen, dass es anderswo ähnlich ist. Und das war letztendlich auch die Vorgabe, die wir uns gestellt haben. Ich kann gar nicht mehr viel sagen. Das ist schon krass. Und die sympathische Frau aus dem Beitrag, die steht jetzt neben mir. Hallo Marlis, Marlis Kniese. Schön, dass du da bist. Marlis, du hast alle Kleidungsstücke selbst entworfen? Ja, habe ich. Aber du sagst ja, es gehört nicht nur Entwerfen dazu, sondern auch die Entwicklung. Wie ist das? Beschreib das mal. Was muss da alles gemacht werden? Was wird da alles gemacht? Oh, das ist an für sich eine ganz spannende, eine ganz lange Geschichte. Man bekommt also erstmal ein Briefing, wo es heißt, stell dir vor, du machst jetzt die Kleidung für Mitarbeiter und stell dir dann bitte noch vor, das ist die Bekleidung für die Mitarbeiter, also für die ganze Dorfgemeinschaft. Und dann noch einen draufgesetzt und haben dann gesagt, okay, und jeder soll auch noch in etwa anders aussehen. Wir machen also keine Uniformen, sondern wir gehen hin und versuchen, so weit wie möglich jeden individuell auszustatten. Und das war dann erstmal so der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal dann schlucken musste, weil es ging ja um sehr viel Vielfalt, sehr viel Farbe und dergleichen. Dann ging es halt weiter mit der Recherche. Man sagte dann, okay, stell dir vor, wir sind 1000 Jahre früher, wir sind also im Mittelalter. Und dann war es natürlich so, dass wir gesagt haben, es ist alles sehr rustikal, sehr schwer. Da war man auf einmal bei den Wikingern. Naja, und dann schaut man sich an, wie die Wikinger ausgesehen haben, kopiert das zwar nicht, aber nimmt verschiedene Gestaltungselemente mit auf. Und so kamen wir dann zu Klappenmänteln und ganz anderen Geschichten mit einfachen Schnitten, die dann wiederum erforderten, dass also mit sehr viel Accessoires gearbeitet werden musste. Accessoires, jetzt sieht man hier den jungen Mann. Genau. Beschreib doch mal kurz, was sieht man hier genau? Was wurde da verarbeitet? Das sieht ja wirklich toll aus. Ja, das sind also praktisch Lederkrägen, die mit unterschiedlichen Nieten praktisch ausgestaffiert wurden. Wobei ich dann also auch wieder Wert gelegt hatte, dass wir verschiedene Farben an Leder haben, dass wir verschiedene Nieten haben, dass verschiedene, was weiß ich, Accessoires also da wieder draufgepoppt wurden. Da wird letztendlich auf alles geachtet. Oder also wie viel Arbeit steckt da auch hinter? Das möchten wir gerne mal zeigen und haben da auch einen kleinen Beitrag, ein paar Bilder vorbereitet. Also wie viel Arbeit steckt da auch hinter Marlis?
ja, wie viel Arbeit steckt dahinter? Es geht ja praktisch darum, dass man sich erstmal das Konzept erstellt, dass erst das Konzept erstellt wird. Dann geht die riesige Suche los nach Stoffen. Wir beschäftigen dann also auch Webereien, wir beschäftigen Strickereien, um Stulpen nachzustricken, so wie wir sie gerne hätten mit dem Leder. Das ist ja schon bekannt. Und dann auch wiederum die einzelnen Produktionsschritte, die gemacht werden müssen. Es müssen also Grundschnitte erstellt werden, es muss ein Prototyp erstellt werden. Die Größensätze müssen festgelegt werden, weil die Bekleidung ja praktisch von Größe 44 bis 56, 58 getragen muss. Und wir arbeiten ja da praktisch im luftleeren Raum. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, welche Mitarbeiter da drin stecken. Und so entsteht praktisch ein Baukasten an Teilen in verschiedenen Farben, Formen und auch Stilen, der dann die Grundausstattung bildet. Und Marlies, du hast es vorhin gesagt, jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Outfit. Also da unterscheiden die sich völlig. Das haben wir zumindest versucht, dass wir gesagt haben, wir haben auf der einen Seite den Baukasten, den wir haben müssen, weil wir ja nicht wissen, wer alles kommt, und versuchen dann praktisch mit über 100 handgefertigten Accessoires, wo man also wirklich auch mal mit dem Hammer arbeitet und mit einer Sticknadel arbeitet, da sehr viel Abwechslung reinzukriegen. Ne? Und das entwickelt sich auch mit der Zeit. Das kann man auch von vornherein nicht planen, weil dann ist es meistens so, man findet nochmal einen Stoff und denkt, mein Gott, das könnte auch noch irgendwie passen und das kann noch dazukommen. Und so bilden sich dann entwickeln sich dann die unterschiedlichen Accessoires. Spannend, ganz toll. Man merkt, Marlies, ihr brennt alle für euren Beruf. Das ist eine unheimliche Freude, hier zu stehen und euch zu interviewen, weil die Augen so strahlen. Das stimmt. Herzlichen Dank, Marlies. Herzlichen Dank auch dem jungen Mann, der hier mal ein bisschen stand, ja, als Model. Das ist ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Rollercoaster Tycoon. Das ist eines der meistverkauften Computerspiele. Und Chris Sawyer hat es erfunden. Und jetzt haltet euch fest, Chris Sawyer ist hier. Aber seht selbst. I think it's absolutely amazing. I love the scenery. I love the amount of detail that you can see and the fact that it encloses you. All the twisted track that's here. I can't wait to ride it later on. It's absolutely fantastic. I love the sound that you've got here. Absolutely fantastic. Every time I ride a new ride, it does make me think about my games and what I could put into the games or what I could change in the games. And this is the kind of ride that I like building in my games. It's you're going through things and close to the scenery. Just a really fun ride. So I'm really looking forward to riding it. Absolutely fantastic. It's got a fantastic first launch. It's quite a long ride. You get to the second launch and it carries on and it carries on. I love the way it lifts you out of your seat. I love the way it goes through all the rock and all the scenery and things. Absolutely fantastic. Auf die ich eigentlich ein bisschen neidisch bin, weil die so oft Achterbahn gefahren ist. Die Daria. Hallo Daria. Schön, dich zu sehen. Ja, ich sage, mich auch. Eigentlich müsste ich böse auf dich sein, kann ich aber gar nicht. Oh, dann sollst du auch gar nicht. Denn du bist die Glücksfee. Und richtig, die Zuschauer freuen sich. Genau, ich bin die Glücksfee, weil wir haben ja das ultimative Achterbahngesicht gesucht und gefunden. Und gewonnen hat, Achtung, hier steht's drauf, Mara Dayo, das ist der Facebook-Name. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Was gibt es? Ja, es gibt einen Aufenthalt im Phantasialand. Wunderbar, also Glückwunsch auch von mir. Daria, die sollten ja ein Achterbahngesicht machen. Ja. Wie wäre denn unser Achterbahngesicht? Okay. Sollen wir mal gucken? Mach du als erstes. Wir gucken. Und wer ist das? Das ist auch nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Also Hände eigentlich immer nach oben. Immer hoch, genau. Hände müssen immer nach oben, um das ja zu genießen, ne? Ja, ja. Daria, du hast ja hier den ganzen Tag, habe ich ja gerade schon gesagt, Achterbahn fahren dürfen. Wie war dein Tag? Wie erlebnisreich war der auch? Erzähl doch mal. Also ich bin ja ganz ehrlich zu dir, es war einfach der Hammer, ne? Ich durfte Achterbahn fahren, ich durfte Raik testen, ich durfte Taron testen. Ist einfach mega abgegangen, mega. Dann durfte ich auch noch was essen, habe mit so vielen freundlichen Menschen gesprochen. Also mein Tag hätte nicht besser laufen können. Und deiner? Also ist es ja wirklich ein Traum von dir auch gewesen heute, weil du durftest ja ganz oft Achterbahn fahren und hast viele nette Menschen getroffen. Ja, so, die habe ich hier aber auch. Das weiß ich. Deswegen auch meine Frage an dich. Wie war dein Tag so?
eine Frage, wie es mir gefallen hat. Ja, mir ist wunderbar, ich weiß ganz überrascht. Natürlich hat es mir hervorragend gefallen. Sehr schön. Aber, das muss ich ja sagen. Daria, jetzt wird es langsam gleich mal Zeit. Ja. Denn du bist den ganzen Tag gefahren. Richtig. Hast dich nicht um mich gekümmert. Oh, jetzt kreuzt jetzt du hier so auf und sagst hier, ja, ich bin jetzt da. Mir hat der Tag wunderbar gefallen. Also ich bin satt, ich bin gefahren, ich bin glücklich. Von mir aus können wir jetzt eigentlich hier an den Punkt. Mal kurz das Mikro, das macht wohl, genau. Machen wir es mit dem Mikro. Also genau, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich auch frage. Ich muss ja sagen, ich bin ein kleiner Schisser. Also letztendlich war ich dann natürlich fast auf allen großen Achterbahnen, aber sowas hier, das habe ich noch nie erlebt. Ne? Und man sieht ja, die Leute fahren hier vorbei, die schreien, die reißen die Arme hoch. Ich schwöre dir auch ganz im Ernst, gerade Taron geht so ab. So unfassbar ab. Also du hast das Gefühl, du fliegst einfach. Oh, Sebastian, du willst bestimmt auch mal fahren, ne? Ja, ich sehe schon. Du hast da Freude dran. Mein Tag war wirklich hervorragend. Also sage ich dir ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich was sagen. Ich habe ja hier die Möglichkeit gehabt, ich durfte zwar noch nicht Achterbahn fahren, aber ich durfte ja ganz viel essen. Viel mehr als du, würde ich fast sagen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Challenge hast du die drei großen Platten gesehen? Ja, die habe ich gesehen, Sebastian. Aber ich durfte da unten auch schlemmen ohne Ende. Das glaub mir mal. Also ich bin wirklich satt. Kugelrund und satt. Du bist satt. Und du dürftest jetzt eigentlich nicht mehr Achterbahn fahren. Ich sag mal so und so. Ne? Ich könnte auch noch mal. Ich habe aber, das muss ich sagen, das ist mir heute auch hängen geblieben, was ganz, ganz toll war. Ich habe mit unheimlich tollen Menschen gesprochen. Ja. Die haben mit strahlenden Augen hier erzählt, wie sie mit dem Projekt angefangen haben. Sebastian Jonas war da, Marlis und. Ich muss wirklich sagen, das war für mich auch richtig besonders. Und das ist einfach schön zu sehen, dass den Menschen das hier so eine große Freude bereitet. Ich weiß nicht, das ist ja doch bei den Gästen genauso ergangen, oder? Ja, absolut. Die Gäste waren sowohl die Kleinen als auch die Großen waren total aufgeregt und wollten unbedingt Achterbahn fahren. Ne? Haben schon so viel gelesen, gehört, waren einfach neugierig. Ne? Also du hast wirklich gemerkt, die hatten einfach Bock. Und ich finde, sowas, das steckt ja auch so ein bisschen an. Das heißt, ich bin da die ganze Zeit so mitgerissen worden. Das war super, ne? Absolut, das steckt an. Und Daria, jetzt hast du mich lang genug auf die Folter gespannt. Bevor wir uns aber dann gleich hier im Bahnhof von Taron treffen, zeigen wir jetzt nochmal die Highlights des Tages. Und ich höre gerade, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Also quatschen wir noch ein bisschen. Highlights hatten wir ja auch genug. Vielleicht sind wir jetzt am Ende auch das Highlight, wie man es nimmt. Ja, wie man es nimmt. Also ich finde auf jeden Fall, dass das ein Abend voller Highlights war. Ne? Ja. Kann man auch so sagen. Absolut. Und wir fühlen uns so wohl hier. Wir können auch noch ein bisschen plaudern. Wir haben noch die Zeit. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich höre jetzt gerade, liegt vor. Wunderbar. Das ist der Startschuss. Jetzt also die Highlights des Abends. Jetzt habt ihr uns genug ertragen. Welt auf einmal irgendwie. Also schon toll. Also der erste Eindruck, wenn man hier reingeführt wurde, ist einfach unbeschreiblich überwältigend. In dem Freizeitpark in Deutschland, der erste Eindruck habe ich so noch nie erlebt. Hi, na? Oh, das wird mega heute. Ich freue mich tierisch da drauf. Ah! Oh, ja, was will man eigentlich noch mehr sagen? Genau. Ne? Aber hast du etwas, worauf du dich am meisten freust? Die Kulisse ist doch der Hammer. Also sowas Geiles habe ich lange nicht mehr gesehen. Boah. Ja? Und auf die Fahrt jetzt gleich? Was glaubst du, was erwartest nervös. Du denn? Ah, Energie, Action. Spaß. Okay, halt dich fest und wie am Ende machen wir gleich hoch, ne? Hallo. Liebe Daria, jetzt ist es endlich soweit, ich darf auch mal fahren. Ja, bin schon ganz aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Du bist so aufgeregt, brauchst du nicht. Ja, ich hab Schiss, weil ich hab's ja gerade bei dir gesehen, das sieht schon alles relativ spektakulär aus. Ja, und weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet. Ja, das ist richtig. Also auf jeden Fall brauchst du keine Angst zu haben, weil ich bin ja da, ich bin ja schon alter Hase, ich kann ein bisschen auf dich aufpassen. Welch eine Beruhigung. Nein,
Das Wichtigste ist, wenn es gleich losgeht, du musst die Hände hoch machen und dich einfach treiben lassen. Und lächeln. Und lächeln, natürlich. Egal, wie schlimm es wird. Genau, und genießen. Genau. Ich bin gespannt. Ah, ich bin auch gespannt. Unsere Fahrt zusammen finde ich super, finde ich großartig. Die allererste, du ich glaube, bist dabei. Es geht auch gleich los. Es geht gleich los. Auf geht's. Ja, alles klar. Los geht's. Los geht's. Oh! Jetzt kommt noch ein bisschen Schrecken, ne? Ja. Okay. Okay. Und. Geschüttelt, ja, oben, unten. Und dann dieser katapultartige Schuss. Das geht ab, oder? Das ist Wahnsinn. 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 Und das Gute ist, ab morgen kann jeder auch mal fahren. Ja, so ist es. Und das war's von uns für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Abend. Ja, und Daria, ich denke mal. Sollen wir nochmal fahren? Jetzt fahren wir nochmal, oder? Wir fahren nochmal. Also, wir fahren nochmal. Auf jetzt jeden Fall. Sind wir ja erprobt. Jetzt sind wir erprobt, jetzt sind wir warm. Heißt also, wir wissen eigentlich, was kommt. Ja, gut. Und ich kann mich vorbereiten auf den Abschluss, auf den auf die zwei genau. Abschlüsse. Los geht's. Alles klar, los geht's. Liebe Leute, noch eine Runde.